So, eine neue Folge Jung und Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Friedhelm Taube. Friedhelm, was machst du? Ich bin seit einem knappen halben Jahr Pensionär und war vorher über 28 Jahre Hochschullehrer an der Universität Kiel, habe aber jetzt noch einen sogenannten Gestattungsvertrag, mit dem ich noch weitere Drittmittel abarbeiten kann. Und ich sage mal, ich bin jetzt im Abklingbecken der hochintensiven beruflichen Tätigkeit, was ich sehr genieße. Gestattungsvertrag, habe ich auch noch nicht gehört. Ja, das bedeutet, dass man zwar offiziell aus den allen Pflichten ausgeschieden ist, offiziell entpflichtet ist, aber da ich für meinen potenziellen Nachfolger, Nachfolgerin noch ein großes Drittmittelprojekt eingeworben hatte und leider noch kein Nachfolger, Nachfolgerin da ist, habe ich mich bereit erklärt, jetzt für eine Übergangszeit, bis die Stelle wieder besetzt ist, die Verantwortung über dieses Projekt weiter zu übernehmen. Wieso gibt es noch keinen Nachfolger, Nachfolgerin? Das ist eine Frage, die kann... Gibt es so wenige AgrarwissenschaftlerInnen? Ja, das sind Dinge, die sind dann, da muss man die Universitätsstiftspitze und den Dekan fragen, das ist nicht in meiner Obliegenheit. Normalerweise fängt man mit der Ausschreibung einer Stelle ungefähr anderthalb bis zwei Jahre vorher an. Das wäre hier möglich gewesen, aber es gehört nicht zu meinen Obliegenheiten. Das Thema Landwirtschaft interessiert dich aber trotzdem immer noch, obwohl du jetzt langsam ausscheidest. Ja, natürlich. Also ich habe ja das riesige Glück gehabt, dass ich in meinem Berufsleben mein Hobby leben konnte. Und von daher war das nie Arbeit, sondern es war immer absolute Erfüllung. Und das ist es bis heute. Und deshalb bin ich auch gerne bereit, hier zu sein. Dein Hobby ist Landwirtschaft? Ja, mein Hobby ist Landwirtschaft. Mein Hobby ist gute Landwirtschaft. Oh yeah. Gute Landwirtschaft im Kontext mit Gesellschaft eingebettet in eine gute, funktionierende, demokratische Gesellschaft. Also im Prinzip, wie kann eine gute Landwirtschaft, eine gute Landnutzung auch im Kontext von Ernährung dann gelingen. Und insofern sehe ich mich auch als Generalisten an. Ich habe mal angefangen als klassischer Spezialwissenschaftler im Bereich Graslandwissenschaften, habe auf der Welt mich mit dem Grasland beschäftigt, von der Inneren Mongolei bis Brasilien, Uruguay, Südafrika, überall Projekte gehabt. Mhm. Und dann, wenn man in der Welt rumkommt und eben sieht, was so los ist, eben auch Überbeweidung, Armutsproblematik auf der Welt, dann reflektiert man das natürlich auch zu Hause und bringt das auch in gesellschaftliche Debatten ein, bringt das auch in die Vorlesung ein. Also von daher ist man da ja auch gefordert, den Studierenden jeweils Anregungen und Anhaltspunkte zu liefern. Aber wenn dein Hobby Landwirtschaft ist, warum bist du denn kein Bauer geworden? Ja, aber ich bin im Prinzip ein gescheiterter Bauer, das kann man so sagen. Und von daher kann ich das auch nur jedem sagen, dass es Alternativen gibt zum Bauersein. Ich bin mal nach der Schule und dem Grundwehrdienst nach Kiel zum Studium gegangen, mit dem Ziel, hinterher den landwirtschaftlichen Betrieb meiner Eltern fortzuführen. Mhm. Hab dann aber im Studium die damalige goldene Generation der Agrarökonomen in Kiel hören dürfen, also Hanf, Köster, Langbehn, wie sie alle hießen. Und die haben mir damals schon gesagt, Taube, wenn Sie das machen wollen mit den Vorstellungen, die Sie haben, mit den Wachstumsmöglichkeiten, die Sie mit Ihrem Betrieb im Weserbergland haben, würde ich Ihnen dringend raten, doch was anderes zu machen. Also von daher bin ich jemand, der bereits 1981 dann erkennen musste, dass der Strukturwandel nicht auf meiner Seite ist und ich mir deshalb was anderes suchen muss. Und das war eine gute Entscheidung. Ich kann auch feststellen, dass ich damals so mit einer Kohorte von 4, 5 Bauernsöhnen zusammen war im Studium und alle waren mit Betrieben in der Größenordnung von 50 bis 60 Hektar zu Hause ausgestattet. Mhm. Die anderen Eigentum, bei uns war es Pachtland, das war auch ein kleiner wesentlicher Unterschied, aber egal. Und einer von diesen 6, der ist dann nach Hause gegangen und hat einen Betrieb gemacht in Ostfriesland. Und die alle anderen haben was anderes gemacht, die haben den Betrieb als Nebenerwerb weitergeführt, in der GbR weitergeführt, wo sie stiller Teilhaber waren, als Reiterhof weitergeführt, waren aber dann in der Industrie tätig, bei BASF, bei Kali und Salz und wie die Firmen alle hießen. Mhm. Und
wenn ich mir das so anschaue nach einem Berufsleben, dann kann ich, glaube ich, sagen, dass derjenige, der unbedingt Landwirt werden wollte und das dann auch gemacht hat und sicherlich nicht schlecht gewirtschaftet hat, aber ich würde nicht behaupten, dass er der glücklichste von uns fünf geworden ist. Wie viele Hektar haben deine Eltern gehabt? Das waren in der Region, wo ich herkomme, waren so die typische Bauernhofgröße seiner Zeit, waren so 25, 30 Hektar. Und du kommst aus Niedersachsen, ne? Genau, Niedersachsen im Schaumburger Land. Und dann haben meine Eltern einen zweiten Hof dazu gepachtet. Und das waren dann eben knapp 60 Hektar. Und meine Idee war so, dann pachte ich eben nochmal ein oder zwei Betriebe dazu und mache einen reinen Ackerbaubetrieb mit 100 Hektar. Das war damals so in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, dachte man, das kann funktionieren. Wie gesagt, bis ich dann meine Hochschullehrer gehört habe, die mich dann eines Besseren belehrt haben. Und dann dachte ich zunächst aber immer noch, also ich bin auf jeden Fall für die praktische Landwirtschaft geschaffen, weil ich das auch wollte. Mhm. Und habe dann angeheuert auf einem Großbetrieb in Ostholstein mit über 1000 Hektar als sogenannter Volontärverwalter. Weil das in einem Studium dazugehörte, oder was? Nein, das war nach dem Studium. Ich habe mein Diplom gemacht habe dann, als klar war, okay, zu Hause Betrieb weiterführen, das wird nichts, sagte ich, okay, dann mache ich eben Verwalter auf einem Großbetrieb. Und das habe ich dann ein Jahr gemacht. Und da sind ja manchmal so Stellschrauben im Leben, ne? Wo man dann so Begegnung hat, die einen dann doch sehr zum Nachdenken bringen. In diesem Fall war es tatsächlich so, dass damals war das der persönliche Referent des damaligen Landwirtschaftsministers von Schleswig-Holstein, Günther Flessner, CDU, Landwirtschaftsminister, der aber aus der heutigen Perspektive für damals extrem linksliberal war. Er hat damals schon die ersten Extensivierungsprogramme etabliert und. Also war sehr, sehr auf Naturschutz, den Einklang zwischen Naturschutz und Landwirtschaft aus. Und damals wurde die Grundlage auch schon gelegt für Nationalpark Wattenmeer und so weiter in Schleswig-Holstein. Also das waren Top-Leute. Und mit dem der war mit der Familie auf diesem Gutsbetrieb bekannt. Und mit dem habe ich auch bei einem Nachmittagskaffee trinken, zusammengesessen und wir sprachen über Landwirtschaft, Agrarpolitik und so weiter. Und dann sagt dieser Mensch zu mir nach ungefähr einem gut einstündigen Gespräch, Taube, was machen Sie überhaupt hier? Wollen Sie jetzt wirklich immer Bauer spielen und Raps, Weizen, Gerste anbauen? Mhm. So wie man mit Ihnen hier reden kann, kommen Sie ins Ministerium oder gehen Sie zurück an die Uni? Also Landwirtschaft ist doch... Sind Sie wirklich davon überzeugt, dass das Richtige für Sie ist? Ich höre daraus, dass du zu schlau warst für den... Nein, zu schlau will ich gar nicht sagen. Man hat, das meint er, oder? Man hat eine andere... Du hast akademisches Potenzial. Eine andere Disposition gehabt. Und das hat er tatsächlich offengelegt. Und das hat auch dazu geführt, dass ich dann... sind ja, wie gesagt, manchmal Zufälle im Leben, die dann auch in kurzer Zeit nacheinander kamen. Dann kam ein neuer Professor für Graswissenschaften an der Uni Kiel. Und da bin ich dann einfach mal spontan hingefahren. Das ging damals. Also ich kam mit meinen grünen Klamotten vom landwirtschaftlichen Betrieb, von diesem Gut, hatte Saatgutproben zur Lufa gebracht, zur Analyse, Qualitätsanalyse. Und dachte, ich guck mal den neuen Prof da an. Bin da rein mit meinen grünen Klamotten und fragte, ob er da eine Assistentenstelle hätte. Ich könnte mir eben auch doch was anderes vorstellen. Das war eben das Ergebnis dieses Gesprächs, von dem ich gerade berichtete. Und siehe da, der kam nun aus Schweden und war nun dort skandinavisch ganz flache Hierarchien, durch ganz flache Hierarchien geprägt und so, ja, wenn Sie Interesse haben, bewerben Sie sich. Und dann habe ich mich beworben und kriegte die Stelle. Und so bin ich dann eben nach einem Jahr nochmal zusätzlich Praxis und ich habe ja zu Hause auch ständig mitgearbeitet und habe in allen Semesterferien als Landwirt unterwegs. Also von daher weiß ich, wovon ich rede. Das will ich damit nur sagen, wenn es um Landwirtschaft geht. Und dann ist eben die andere Richtung entstanden. Und da du bist ein Leben lang an der Uni geblieben, ne? Ich bin da ein Leben lang, nicht ganz. Ich bin zwischendurch ausgewichen, in Anführungsstrichen, auf die Fachhochschule. Das war eine Fachhochschulprofessur. Mhm.
Und zwar einfach deshalb, weil es an der Universität in dem Bereich, in dem ich damals unterwegs war, sehr wenige Stellen gab. Und dann ja, hat sich das auch wieder Zufall letztendlich ergeben, dass ich dann von einer Fachhochschule angesprochen worden war, ob ich da nicht einen Lehrauftrag wahrnehmen könnte. Und das endete dann schließlich in einer vierjährigen Vollprofessur, die wiederum die Basis war, weil ich da nämlich dann Ökolandbau mit unterrichten musste und Ökologie. Hatte ich vorher nicht gemacht. Und dann ergab sich für mich so mit dem Studium der Vorbereitung für die Lehre dann, meine Güte, das passt ja alles unheimlich gut zusammen. Also Grünland, Futterbau, Ökologie, Ökolandbau. Und das hat einen dann auch in der Ausrichtung der eigenen Forschungsarbeiten bin ich ganz wesentlich durch die Fachhochschule geprägt worden. Und da auch wieder, Fachhochschule sind ja nun sehr, sehr berufsständisch orientierte Studierende. Ja, das waren damals häufig Leute, die hatten den Meistertitel, waren über 30 und wollten eben jetzt noch was Akademisches draufpacken. Und da musste man schon mit allen Wassern gewaschen sein, um denen auch gerecht zu werden. Und das war eine extrem gute Schule. Nochmal zurück zu deinen Eltern und dem Betrieb. Was habt ihr denn da angebaut oder was habt ihr da gehalten? Womit haben die ihr Geld verdient? Also mein Vater meine Mutter, ist glaube ich heute immer noch so, kann man auch sehr gut darüber diskutieren, welche Rolle die Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben haben. Wird meines Erachtens viel zu wenig bedacht. Es gibt zwar Landfrauenvereine und so weiter, aber aus der eigenen Erfahrung, gerade so auf typischen bäuerlichen Betrieben, sind ja für strategische Entscheidungen sehr häufig auch die Frauen von ganz zentraler Bedeutung. Bei uns war es jedenfalls so, dass auch meine Mutter da eine wesentliche Rolle gespielt hat. Mein Vater war durchaus ein klassischer dominanter Vater, wie man ihn aus der Generation so kannte. Aber die strategischen Entscheidungen im Betrieb, das ging alles auch immer im Einklang mit meiner Mutter. Und das war zunächst ein klassischer Gemischbetrieb. Dann waren wir mit die Ersten, die die Milchkühe abgeschafft haben. Damals in der gesamten Region. Das war die erste Abschlachtprämie wegen der Überproduktion, die damals schon sichtbar war. Und das war für meinen Vater auch klar, dass er das dann nicht wollte. Dann haben wir die Kühe abgeschafft und mein Vater hat sich dann und meine Eltern haben sich dann auf Schweinemast und Sauenhaltung konzentriert, neben Ackerbau. Aber hauptsächlich war es Ackerbau und dann zusätzlich eben Schweinehaltung und Sauenhaltung. Was habt ihr auf dem Acker angebaut? Alles. Die klassische Fruchtfolge heute, auch in Niedersachsen, ist ja Raps, Weizen, Zuckerrüben. Und wir hatten auch ein Stück Zuckerrübenquote seinerzeit. Mein Vater war der Erste, der im Tal zwischen Sünthel, Deister und Bückeberg Raps angebaut hat. Man sah also tatsächlich im Jahr 1966 einen gelben Fleck. Das war der meines Vaters. Damit sind wir in den Rapsanbau eingestiegen und Körnerlegemedosen waren damals noch Standard. Also von daher habe ich von Kindesbeinen an auch die Entwicklung der Landwirtschaft hin von klassischen Gemischtbetrieben hin zu spezialisierten Betrieben miterlebt. Konnten deine Eltern gut davon leben? Konntet ihr gut leben von dem? Also wie es eben häufig ist in der praktischen Landwirtschaft bei diesen typischen bäuerlichen Betrieben mit einem gigantischen Input an Arbeitseinsatz. Also der Stundenlohn war nicht berauschend, weil sie aber sehr viel investiert haben, konnten sie gut davon leben, ja. War das damals schon die Zeit, wo es EU-Subventionen gab? Also haben deine Eltern auch schon von Subventionspolitik gelebt? Die Subventionen für die Landwirtschaft gibt es ungefähr seit 1880. Ja, also das ist ein ewig langes Kapitel. Ja, aber so die Vorgängerinstitutionen der EU, das ist ja. Das waren die römischen Verträge dann in den 50er Jahren und dann war ja das Ziel, übrigens auch auf beiden Seiten der damaligen deutschen Grenze, in der DDR waren es auch die Erzeugungsschlachten und nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges ging es darum, nie wieder hungern, also Produktion. Und dann hat man aber leider, in Anführungsstrichen leider, die Innovationskraft des Sektors unterschätzt, wie schnell er nämlich diese Preisanreize auch umgesetzt hat. Es ist ja so gewesen, dass bis 1991, bis zur McSherry-Reform, die Subventionen versteckt waren im Produktpreis.
Jetzt im Augenblick ist, jetzt haben wir ja die erste und zweite Säule. Das heißt, jeder Landwirt kriegt dafür, dass er da ist und Hektar hat, kriegt da 150 Euro. Das waren mal 300. Das ist inzwischen etwas abgeschmolzen worden. Seinerzeit bis tief in die 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre hinein, war das im Weizenpreis drin. Also die Hälfte des Weizenpreises war Subvention und bei der Milch ganz genauso. Hm. Und das hat natürlich dazu geführt, dass produziert wurde und dass die Intensität erhöht wurde. Und diese Entwicklung habe ich natürlich auch komplett miterlebt, mit allen Vor- und Nachteilen, die dabei waren. Hätten deine Eltern überlebt, wenn es keine Subventionen gegeben hätte? Also ich bekomme heutzutage immer mit so von, ich nenne es mal progressiven Landwirten, die sagen, das ganze Konstrukt an sich ist ja irgendwie scheiße. Ohne Subvention, wir würden gerne ohne Subventionen wirtschaften können. Also wir sehen da ja, wir haben ja gerade ein Experiment, wo man das wieder sieht. Nämlich in England. Das ist leider ziemlich unterm Schirm. England hat die EU verlassen. Die Engländer haben ihren Bauern gesagt, als sie austraten aus der EU, es wird sich nicht viel ändern für euch. Ihr werdet ähnlich weiterhin mit Subventionen versorgt werden wie eure Kollegen in der EU. Das ist aber nicht der Fall. Nein, also die EU zahlt ja deutschen Landwirten erste und zweite Säule in Summe etwa 6,5 Milliarden Euro. Und die landwirtschaftliche Nutzfläche in England ist ziemlich ähnlich. Etwas mehr Grünland, etwas weniger Acker, aber insgesamt eben auch um die 17 Millionen Hektar. Das heißt, man kann das von daher recht gut vergleichen und die sind inzwischen runter auf die Hälfte. Und werden also diese sogenannte erste Säule, die ist in ein, zwei Jahren, spätestens 26, in UK komplett weg. Erste Säule wird bedeutet, für Fläche bezahlt, ne? Genau, da wird die Fläche bezahlt, im Prinzip dafür, dass man da ist. Und das ist in England ein Auslaufmodell. Und zwar nicht erst, wie es in Deutschland diskutiert wird, Mitte der 30er Jahre oder sonst irgendwas, sondern das haben die eben mal gemacht. Und das geht natürlich in England auch deshalb einfacher, soziologisch, als bei uns und politisch als bei uns, weil die englischen Landwirte immer durch ihre Commonwealth-Konkurrenz aus Neuseeland, aus Australien, die viel billiger produzieren konnten, viel früher Wachstumsschritte durchgeführt haben, die bei uns in der Zeit überhaupt nicht denkbar waren. Also kurzum, es gibt in England wesentlich weniger Landwirte, es sind größere Betriebe und von daher würde man eigentlich sagen müssen, wenn man das auf Deutschland überträgt, ja, auch meine Eltern hätten ohne Subventionen, wären die zurechtgekommen. Es hätte sich dann eben in Anführungsstrichen Survival of the Fittest dann etabliert. Also wer kommt gut durch? Mein Vater war ein Top-Landwirt und ich bin sicher, der hätte auch unter den Rahmenbedingungen wäre er erfolgreich gewesen. Aber ist es nicht immer jetzt trotz Subventionen auch immer noch Survival of the Fittest? Ich meine, gilt ja immer das Prinzip noch wachsen oder weichen. Also das ist schön, dass wir das hier in Ruhe besprechen mit Wachsen oder Weichen. Wie ist es denn in jedem anderen Bereich? Wenn du hier eine Sendung machst und fünf Leute machen die auch und zwei davon performen nicht gut, würdest du dann auch sagen, also hier Wachsen oder Weichen, ich möchte auch dabei bleiben. Ich meine, wir haben in unserem Wirtschaftssystem nun mal den Rahmen, dass diejenigen, die ihr Handwerk nicht so gut verstehen, dann irgendwann überlegen müssen, ob sie nicht was anderes machen. So, und wenn man sich heute die Situation auf den landwirtschaftlichen Betrieben ansieht, dann haben wir gigantische Unterschiede. Und wir haben eben noch viele Betriebe im System drin, die eigentlich da gar nicht mehr reingehören. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Aber wir haben viele Betriebe, gerade die Großbetriebe, die am meisten auch Geld machen. Ja, natürlich. Würde ich jetzt nicht glauben, dass die die beste Landwirtschaft machen und die beste Tierhaltung und alles. Ja, also erstmal, es gibt überhaupt gar keine wissenschaftliche Evidenz, dass ein kleiner Betrieb eine bessere Tierhaltung macht als ein großer. Also da gibt es schöne Arbeiten dazu. Es gibt eher so eine U-Form. Das heißt, sehr kleine Betriebe kümmern sich mehr oder weniger noch um das Individuum der Tiere. So bei einer mittleren Größe machen Betriebe häufig sehr viel verschiedene Bereiche. Und dann ist die Kontrolle und die Fürsorge für die Tiere
möglicherweise nicht mehr so optimal und dann größere Betriebe auch, sagen wir mal, mit 200, 300 Kühen, dann ist das zwar alles digitalisiert, aber das heißt ja nicht, dass es den Tieren schlecht gehen muss. Inzwischen sind die komplett digital ausgestattet, die kriegen auf dem Handy die Mitteilung, wenn irgendwelche im Extremfall Blutparameter der Tiere nicht in Ordnung sind, der pH-Wert im Pansen nicht optimal ist. Mhm. Also da gibt es, es wird immer so unterstellt, dass da eine klare Beziehung zwischen Größe und Güte des Wirtschaftens gibt, das ist nicht der Fall. Nein, was gesagt wurde jetzt von dir oder Ihnen, ich muss da immer noch ein bisschen umstellen, wie weil ich das nicht so gewohnt, genau. Mhm. Was einfach ungerecht ist, ist, dass große Betriebe einfach zusätzlich das Geld bekommen für eine nicht entsprechende Leistung. Das ist der Punkt. Und ja, nicht nur landwirtschaftliche Betriebe, da gehört die Südzucker dazu und viele andere Nichtlandwirte und diejenigen, die sich jetzt überlegen, dass sie als Kapitalanlage in Land investieren, also auch vollkommen landwirtschaftsfremde Unternehmen, die profitieren von diesen Geldern. Und das ist nicht Sinn der Sache. Also nochmal, um auf den Punkt zurückzukommen. Mhm. Siehe England, natürlich kann man auch mit wesentlich weniger Betrieben wirtschaften. Und volkswirtschaftlich muss man wirklich hinterfragen, ob es denn sinnvoll ist, auch im Sinne der Akteure, wenn Sie Landwirte haben, die, ich habe das gerade mit einer Kollegin von Thünen-Institut gesprochen, die dann sagte, ja, wenn wir uns die Top 10% und die letzten 10% ansehen oder 15%, dann haben die Top 10% ein Betriebseinkommen pro Arbeitskraft von 140.000 Euro im Durchschnitt der letzten 5 Jahre und die schlechtesten 15% ein Einkommen von 15.000 Euro. Da muss man ja irgendwann doch fast sagen, das ist ja schon Selbstausbeutung, was dieses letzte Viertel oder 15 oder 20% dann da tatsächlich betreibt. Und ist es dann richtig, dass man diese im System hält oder nicht? Also ich wage das zu bezweifeln. Das ist ja leider die Agenda auch der Bauernverbände, dass sie sagen, ja, so nach dem Motto, es müssen alle an Bord bleiben. Und das ist wiederum meines Erachtens vor allen Dingen ein soziologisches Problem, dass man es nicht schafft, viel deutlicher den Berufskollegen auch seitens der berufsständischen Vertretung zu vermitteln. Also auch wenn du ausscheidest, dann bist du eben Nebenerwerbs- oder Zuerwerbslandwirt, wie auch immer. Du gehörst aber trotzdem noch zu der Community dazu. Und ich bin fest davon überzeugt, das weiß ich auch aus vielen Gesprächen mit Landwirten, dass viele das eben nicht machen, nicht aufhören, weil sie glauben, dass sie dann in ihrer Community nicht mehr anerkannt sind, weil sie keine Volllandwirte mehr sind. Das ist ein absoluter Punkt in der Debatte und von daher machen viele viel zu lange weiter und verschulden sich dann in einem Maße, was nicht mehr gut ist. Aber nochmal zum Punkt wachsen oder weichen. Das ist ja eigentlich ein kapitalistisches Prinzip, ne? Also entweder muss man mitwachsen, ansonsten wird man geschluckt, beziehungsweise man muss aufhören, weil man die Preise auf dem Markt nicht mehr bedienen kann. Das ist ja so auf einem normalen Marktwirtschaft bei, sag ich mal, normalen oder üblichen Produkten und so weiter das eine, aber wir reden ja hier von der Landwirtschaft. Mhm. Und was ist denn daran anders? Ich würde jetzt die These aufstellen, naja, Landwirtschaft ähnelt dann doch eher, keine Ahnung, Krankenhäusern oder Wohnen, weil es hier um Grundversorgung geht, ne? Die Ernährung der Bevölkerung. Mhm. Und vielleicht dürfen dort halt marktwirtschaftliche oder kapitalistische Prinzipien eben nicht zur Anwendung kommen. Gerade wenn wir uns angucken, welche Folgen das hat. Ich meine, die Landwirtschaft, so wie sie jetzt in den letzten Jahrzehnten betrieben wurde, ist eine der Ursachen für den globalen Klimawandel. Ja, ist eine Ursache für den globalen Klimawandel, für den Verlust an Arten und vieles andere mehr. Also dieses Wachsen oder Weichen, mir gefällt das nicht. Und diese Argumentationslinie, weil sie auch zum großen Teil nicht stimmt. Also es ist zwar im Durchschnitt so Skaleneffekte, mehr Hektar, mehr Gewinn und so weiter, aber wenn man sich dann die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse ansieht und dann
feststellt, dass ja der Gewinn pro Betrieb steigt natürlich, wenn ich 1000 Hektar habe, ist er höher, als wenn ich 50 Hektar habe. Wenn es aber pro Arbeitskraft umrechnen und, dann sehen wir, dass ein mittelgroßer Betrieb, also ich kenne jetzt die Zahlen vergleichsweise gut im Bereich Milchviehfutterbau, und da können Sie oder kann man tatsächlich sehr, sehr gut erkennen, dass es einfach Betriebsleiterqualifikationen sind und dass es viele Wege gibt, auch mit relativ geringerer Flächenausstattung durch intelligentes Handeln sehr, sehr erfolgreich zu sein. Also es gibt ja die Skaleneffekte, die heben ja primär darauf ab, dass man über viele Hektare, viele Kühe, möglichst viel Milch produziert und dann unterstellt, dass die Kosten der Erzeugung relativ ähnlich sind. Und wenn ich jetzt dann aber eine Million Liter mehr Milch produziere, dann habe ich eben mehr Gewinn. Mhm. Aber so ist es ja nicht. Es gibt ja gigantische Unterschiede in den Kosten der Milcherzeugung. Es gibt also absolut fitte Betriebe, die, das sind die Zahlen, die ich jetzt eben von den Buchführungsverbänden doch direkt so vor Augen habe, die erfolgreichsten bei der gleichen Milchmenge, die sie liefern. Und zwar egal, ob sie 2 Millionen liefern oder ob sie 1 Million oder 500.000 Kilo Milch liefern. 500.000 Kilo Milch wären dann also ungefähr 70 oder 80 Kühe. Alles darunter brauchen wir sowieso nicht mehr zu besprechen, weil das in Zukunft weg sein wird. Aber innerhalb dieser Größenklassen sieht man immer wieder die einen, in jeder Größenklasse, die einen verbrauchen 85-90% ihrer Kosten, um die Milch zu produzieren, und die anderen brauchen nur 55-60% ihrer Kosten. Das heißt, es kann also durchaus der Fall sein, dass ein kleinerer Betrieb, kleinerer, nicht kleiner, sondern kleinerer Betrieb, sehr viel besser wirtschaftet als ein ganz großer. Also größer allein ist es nicht. So, und dann nochmal wachsen oder weichen. Wir haben, und das wird leider, da bin ich überhaupt nicht mit den Grünen d'accord, die eben auch immer unterstellen, ja, dieses Wachsen oder Weichen muss aufhören. Wir haben technischen Fortschritt. Und in dem Augenblick, wo wir technischen Fortschritt haben, ist eben eine Arbeitskraft in der Lage, wesentlich mehr auch gut an Lebensmitteln, an Nahrungsmitteln zu produzieren. Und wir sehen jetzt ja, dass wir mit der jetzt kommenden digitalen Revolution einen gigantischen weiteren Wachstumsschub bekommen werden an technischen Innovationen, der die fitten Betriebsleiter in die Lage versetzen wird, wesentlich schneller zu wachsen, als das bisher der Fall ist. Das wird so kommen. Und das ist sicherlich auch ein Teil der Proteste der Landwirte, weil vielen Landwirten das klar ist, dass sie nicht mehr zu den Gewinnern gehören. Und man kann natürlich dann unser gesamtes System in Frage stellen, des in Anführungsstrichen Kapitalismus oder der sozialen und dann hoffentlich auch noch deutlicher als bisher ausgeprägten sozial-ökologischen Marktwirtschaft. Aber wenn man dieses System vom Grundsatz her akzeptiert, dann bedeutet das doch nichts anderes als Landwirt X, du bist jetzt seit etlichen Jahren hier in einem Bereich unterwegs, der nicht zukunftsfähig ist. Also dann nimm lieber jetzt die Situation wahr, die Milchpreise waren in den letzten 2 Jahren super, die Getreidepreise waren sehr, sehr gut. Nimm das, um dich nochmal zu sanieren, und dann geh raus. Wenn du heute nicht älter als 45 bist, dann ist draußen ein Arbeitsmarkt, der auf diese Leute extrem zugeschnitten ist. Wir haben massiven Fachkräftemangel. Also von daher kann man doch heute nicht mehr sagen, und das stört mich auch an diesen Demonstrationen der Landwirte, wenn sie dann ihre Kinder mitbringen auf die Demos und der kleine 8-Jährige sagt, ja, ich möchte auch Landwirt werden. Wie gesagt, ich wollte auch mal Landwirt werden. Aber dann muss man sich doch den Realitäten stellen, den ökonomischen Realitäten, wie sie für jeden Friseur, für jeden Steuerberater, das ist nicht nur Landwirtschaft und Grundversorgung. Rede mal mit dem Steuerberater, rede mal mit dem Zahnarzt, ja? Im Bekanntenkreis habe ich natürlich, allein weil man mal zum Zahnarzt muss und weil man mal zum Steuerberater geht, hat man die Diskussion. Steuerberaterbüro, die haben vor 7, 8, 10 Jahren haben die gesagt, wunderbar, ich habe ein Büro, ich habe einen Kundenstamm, das ist ein Teil meiner Altersversorgung, wenn ich den mal mit meiner Kundschaft an die Nachfolge übergebe. Das waren häufig auch in Anführungsstrichen Familienbetriebe. Mhm. Was ist heute?
so ein oder zwei Mann Steuerberatungsbüro hat keine Chance mehr, weil die Welt zu komplex ist. Der braucht verschiedene Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen. Zahnarztpraxis, genau das Gleiche. Ja, Zahnarzt, mal ganz kurz, ein klassischer Zahnarzt auf dem Dorf und auf dem Land, der hat seine Altersversorgung, der hat geplant, dass er seine Praxis verkauft und von dem Verkauf dann ein gutes Leben im Ruhestand führen kann. Das ist vorbei. Eine Zahnarztpraxis oder auch eine allgemeinmedizinische Praxis auf dem Lande ist nicht mehr attraktiv, das wird nicht mehr akzeptiert von der nachfolgenden Generation. Darüber redet niemand. Ja, und bei den Landwirten ist es der Weltuntergang, wenn wir jetzt diesen Strukturwandel dann tatsächlich sehen. Man kann sich, ich tue das nicht, aber man kann sich durchaus auf den Standpunkt stellen, wenn Sie die Situation in England sehen, wir haben viel zu wenig Strukturwandel. Wir hätten eigentlich viel mehr Strukturwandel in der Vergangenheit haben müssen und auch in der Beratung hätte den Leuten viel früher gesagt werden müssen, also sei vernünftig, bevor du dich verschuldest, verpachte dein Land und such dir etwas anderes außerhalb der Landwirtschaft. Es gibt auch ein Leben außerhalb der Landwirtschaft, was erfüllend sein kann. Du bist jetzt in der Sendung, wo wir dieses System natürlich hinterfragen. Weil vielleicht das System durch systemische, inhärente Logiken zu den Problemen führt, über die wir jetzt reden. Ne? Also Klimaauswirkungen, auch Auswirkungen auf kleine Bauern, auf Großbetriebe und so weiter und so fort. Also es ist ja mitnichten so, dass kleine Bauern dann komplett ausscheiden müssen. Es gibt ja, ich habe jetzt eben nur geschildert, weniger erfolgreiche und erfolgreiche. Auch bei den kleineren Bauern, das ist ja eben auch alles maskiert. Wir sehen ja überhaupt nicht, was Landwirte verdienen, ja? Das ist ja gewollt seitens des Sektors. Mhm. Wir haben im wissenschaftlichen Beirat, dem ich ja 11 Jahre angehören durfte, haben wir etliche Male das Thema Dokumentation der Einkommen von landwirtschaftlichen Familien diskutiert. Das heißt, das ist ja logisch, wenn jetzt ein 50-Hektar-Betrieb da ist und das Ehepaar einigt sich, er macht den Betrieb, dann ist er Landwirt, Vollerwerb. Und er schafft die Tiere ab und sagt, wir haben ein viel einfacheres Leben, wenn ich mit den 50 Hektar Ackerbau weitermache und mache vielleicht noch ein bisschen zusätzliche Nebentätigkeiten und du als meine Ehefrau bist Oberstudienrätin an der Schule. Ich übertreibe jetzt mal. Aber diese einfach ein gegriffenes Beispiel. Ob das jetzt Lehrerin ist, sehr häufige Kombination im Übrigen, oder egal was, in der Dokumentation der Einkommenlandwirtschaft taucht natürlich die zweite Hälfte des Einkommens nicht auf. Mhm. Und es gibt durchaus, das sieht man ja auch an der Maschinenausstattung der landwirtschaftlichen Betriebe, auch im Vergleich zu England und zu anderen Ländern dieser Welt, haben wir in Bezug auf die PS-Zahl pro 100 Hektar, sind wir ziemlich gut und ziemlich hoch ausgestattet, weil viele Landwirte dann eben einfach auch sagen, also ich hätte mehr Steuern zahlen muss, weil ich jetzt gerade die letzten 2 Jahre gut Geld verdient habe, dann kaufe ich mir doch lieber einen neuen Trecker. Das ist für mich auch Gewinn an Lebensqualität, wenn ich mit dem schönen neuen Trecker durchs Dorf fahren kann. Und dementsprechend sinkt dann auch wieder das Einkommen. Also wir haben eine Situation in Bezug auf die Dokumentation der Einkommen der Landwirtschaft, die die Realitäten bei weitem nicht ausreichend abbildet. Sondern ich bin fest davon überzeugt, dass bei einer Berücksichtigung der Familieneinkommen und das bedeutet eben auch der weiteren Einkommensquellen, wie sie in der Steuererklärung dann für Einnahmen aus Gewerbe, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung und so weiter, das ist da ja alles nicht mit drin. Das ist nur Landwirtschaft. Und wenn Sie das alles mit dazu nehmen und sich vorstellen, dass ja im Bereich Weser-Ems, Landkreis Vechta, so ein typischer Familienbetrieb hat, der hat 5 Teilbetriebe. Mhm. Der eine macht gewerblich die Biogasanlage, der andere macht gewerblich die Schweinemast, der dritte macht Solar. Und irgendeiner macht dann von denen noch die Landwirtschaft und der taucht auf. Mhm. Das heißt, die können sich auch die Gelder, um es mal etwas provozierend zu formulieren, durchaus auch ein wenig hin und her schieben, dass es dann für den jeweiligen Sektor passt. Also die ganze Debatte in Bezug auf die Bauernproteste im Augenblick ist meines Erachtens ziemlich fehlgeleitet. Oh. Weil die Einkommenssituation eben nicht so ist, wie es beklagt wird. Mhm.
Gelogen dann, oder was? Nein, gelogen will ich nicht sagen. Es gibt eine selektive Darstellung der Sachverhalte. Ja. Und die berücksichtigt eben nicht, dass wir auch jetzt nur als ein Beispiel. Schleswig-Holstein ist bäuerlich geprägt, da haben wir alles mit dabei und da bin ich natürlich auch im Austausch mit den entsprechenden Akteuren und kenne die Daten der Buchführungsverbände und so weiter. Also ein Milchviehfutterbaubetrieb in Schleswig-Holstein, das obere Viertel, ne, die besten, wie gesagt, da sind aus fast allen Größenklassen Betriebe mit dabei, die liegen im Mittel der letzten 4 Jahre bei 300.000 Euro Gewinn. Mhm. Der Durchschnitt aller Betriebe Milchvieh liegt bei 120.000, 130.000 Euro Gewinn. Die Top 10% im letzten 2 Jahr liegen bei 600.000 Gewinn. Ja, also worüber reden wir eigentlich? Es ist eine gigantisch gute Leistung der Bauernverbände, sich immer im Einkommen wesentlich schlechter darzustellen, als es dann tatsächlich der Fall ist. Und, wenn ich darf, es kommt noch ein Punkt direkt dazu, der vollkommen unterm Schirm ist, nämlich die Vermögensentwicklung. Die Landpreise für Ackerland sind in den letzten 10 Jahren um wie viel Prozent gestiegen? Ich glaube, seit den letzten 20 Jahren verdreifacht, ne? Genau, 300%. Ja. Das heißt, ein Hektar Land kostete im Durchschnitt Deutschlands vor 10 Jahren 10.000 Euro, heute 30.000 Euro. In Bayern, in Nordrhein-Westfalen, gute Standorte, passiert nichts unter 120.000 Euro pro Hektar. Du musst kurz erklären, warum sich das verdreifacht hat. Ja, das hat sich... Weil man da Solaranlagen aufstellen kann und alles. Ja, das ging, wenn man sich die historische Entwicklung ansieht, dann sieht man, dass etwa bis zum Jahr 2005, 2010 war es eine Oszillation um diese Werte herum, keine großen Bewegungen. Dann kamen die EEGs, erneuerbaren Energiegesetze, Biogas. Also pro Hektar mit Milch kann man 600 bis 800 Euro Gewinn erzielen. Mit Biogas, wenn man es gut macht, das Doppelte. So, und das war ein extremer Beschleuniger für die Landpreise. Extremst. Mhm. Weil Biogasanlagen, Betreiber konnten plötzlich wesentlich mehr Pacht zahlen. Und auch, wenn sie gut gewirtschaftet haben, um Steuern zu sparen, müssen sie ihr Geld ja wieder im Sektor anlegen. Mhm. Wie macht man das? Indem man Land kauft. Mhm. Und somit hat man natürlich die Verknappung der Landpreise auch durch politische Indikationen massiv befördert. Und im Augenblick haben wir das Ganze nochmal exponentiell gesteigert über PV, Freiflächen-PV. Und das besorgt mich sehr. Und weil nämlich unter diesen Rahmenbedingungen, wie sie jetzt laufen, in vielen Bundesländern, ja, kann dann eine Kommune oder ein Gemeinderat entscheiden, ob dort dann auf diesen Flächen Freiflächen-PV gebaut wird oder nicht. In Mecklenburg-Vorpommern ist etwas anders. Da haben wir eine Grenze im Hinblick auf die Ackerzahlen. Da dürfen also nur schwache Sandböden dürfen dort genutzt werden für Freiflächen-PV. In vielen anderen Ländern, Bundesländern ist das nicht der Fall, an Autobahnen sowieso nicht, weil das eben politisch gewollt ist. Das führt aber dazu, dass man jetzt ja Pachten bekommt oder realisieren kann, nicht von 500, 600 Euro, was ein Milchviehbetrieb bezahlen kann, wenn er Geld verdienen will an Pacht, sondern da reden wir über 3.000 und 3.500 Euro Pacht. Und das muss ja wieder im Sektor angelegt werden. Das heißt, so im, jetzt mal idealisiert gesprochen, so ein kleiner armer Öko-Milchviehbetrieb, der gerne noch ein bisschen Land dazu pachten möchte, der hat überhaupt gar keine Chance mehr, an die Flächen ranzukommen, weil durch diese Zusatzeinkünfte aus diesen Bereichen, die ich gerade genannt habe, eben Akteure auf den Bodenmärkten unterwegs sind, die eine massive Steigerung der Landpreise induzieren. So, und wenn Sie jetzt sich vorstellen, so der Landpreis hat sich jetzt verdreifacht. Und Landwirte sind ja nicht nur Landwirte, sondern eben auch Unternehmer und überlegen sich, was sie mit ihrem Geld dann tatsächlich machen. Und wenn man jetzt plötzlich war beim 100-Hektar-Betrieb, hat man vorher eine Sicherheit von 1 Million gehabt und jetzt hat man einen 100-Hektar-Betrieb, der ist jetzt 3 Millionen wert, allein vom Landpreis. Jetzt gehen die zur Bank und sagen, ich möchte
Nicht aktuell, jetzt mit 3-4% ist das schwieriger, aber vor 4-5 Jahren waren die Zinsen für Bauobjekte lagen unter 1%. Das heißt, sie haben allein aufgrund dieser Steigerung der Vermögenswerte, können sie komplett anders gegenüber Banken agieren in Bezug auf die Kreditwürdigkeit. Ist das ein grundsätzliches Problem, dass Land, dass man Eigentum haben kann an Land? Wie, verstehe ich jetzt nicht die Frage nochmal? Ja, dass man Land als Eigentum haben darf. Ob das ein Problem ist? Ja, also grundsätzlich bei diesem Problem. Man könnte ja auch sagen, der Staat, das ist die Gesellschaft, uns gehört das Land und Bauern pachten das halt irgendwie. Ja, klar. Also wir haben ja hätten die Chance gehabt, das im wesentlich größeren Stil nach der Wiedervereinigung zu machen. Mhm. Das wäre sicherlich auch klug gewesen, das einen größeren Anteil dieser Flächen beim Staat zu behalten und über Verpachtung zu regeln, um bei den gesellschaftlichen Aufgaben, wie sie in der ganzen Breite dann da sind, eine größere Handlungsfreiheit zu haben und nicht dann wieder mit viel Steuergeld Land wieder rauszukaufen, nachdem es um 300% angestiegen ist. Ja, können wir das jetzt nicht mehr machen? Naja, jetzt wird das natürlich, wie soll das dann gehen? Ich weiß nicht, also Vergesellschaften gibt es ja alles, ist ja alles im Grundgesetz drin, ne? Ja, also da haben wir natürlich, ja, im Grundgesetz ist vieles drin, das ist richtig. Wir haben auch ein Landwirtschaftsgesetz. Auch nach dem Landwirtschaftsgesetz kann man auch sehr vieles machen. Man kann nach dem Landwirtschaftsgesetz aber im Prinzip auch sagen, es reicht, wenn wir haben 16 Bundesländer, jetzt mal theoretisch gesprochen, es reicht auch, wenn die 16 Fittesten übrig bleiben und jedem Bundesland ist ein Betrieb, der das super managt. Wäre auch entsprechend des Grundgesetzes und des Landwirtschaftsgesetzes. Kein Gesetz schreibt vor, dass Wachsen oder Weichen das Falsche ist. Wenn man sich das von der anderen Seite, nämlich aus der Seite des Konsumenten ansieht, dann ist es doch durchaus so, dass vor dem Hintergrund hoher Mietpreise und so weiter einem jedem Konsumenten die Chance eingeräumt werden muss, beste Nahrungsmittel zu dem günstigsten Preis zu realisieren. Und wenn durch den Staat, das ist die entscheidende Voraussetzung, sichergestellt wird über Ordnungsrecht und ähnliche Dinge, dass alles fair und umweltverträglich abläuft, dann muss man sich überlegen, wie gesagt, wenn Arbeitskräftemangel in anderen Bereichen absolut da ist, welches Argument dann trägt, dass diejenigen, die jetzt da sind, auch im Sektor bleiben sollen. Ich meine, die hohen Mieten, da ist auch der Grund, dass der Staat eben nicht die Wohnungen hat oder oder vergesellschaftet hat, sondern ne, Privateigentum an Wohnraum führt dazu, dass die Mieten halt steigen. Und ja, wir haben auf der anderen Seite natürlich, ich bin ja das. Das sind wir wieder beim Anfang, ne? Also mit der Grundversorgung. Bist du nicht der Meinung, wozu soll die Landwirtschaft da sein, Fritte? Die Landwirtschaft soll da sein, um die Bevölkerung mit gesunden, guten Nahrungsmitteln zu versorgen als Super. Basis und zusätzliche Ökosystemleistungen bereitzustellen. Ist sie dafür da, für den Export zu produzieren und die damit Fluchtursachen zu fördern? Naja, das sind mir zu einfache Wahrheiten. Also ich würde immer argumentieren, wenn wir hier belegt durch entsprechende Analysen, ökologische Footprints und so weiter dokumentieren können, weil wir eben ein Gunststandort zum Beispiel für Weizen und Milch sind und wir dann dokumentieren, dass wir keine Stickstoffüberschüsse, keine Phosphorüberschüsse produzieren, das Grundwasser sauber halten, die Biodiversität schützen und. Machen wir alles nicht. Ja, aber das heißt ja nicht im Umkehrschluss, dass man jetzt das Kind mit dem Bade ausschütte, sondern das heißt auch im Umkehrschluss, dass man unter den Rahmenbedingungen, wie sie da sind, und ich sage gleich noch was zur Verstaatlichung, unter den Rahmenbedingungen, wie sie da sind, erstmal wissenschaftliche Evidenz in Politik umwandeln muss. Und das heißt für mich nichts anderes, klares Ordnungsrecht. Und wir sehen es ja gerade, wie das funktioniert. Ja, ich habe etliche Gutachten geschrieben im Hinblick auf die den nicht ausreichenden Schutz der Gewässer, Düngegesetzgebung.
Die Gutachten wurden offensichtlich zum Glück auch von der Europäischen Kommission gelesen. Es hat dann dazu geführt, dass der Europäische Gerichtshof Deutschland verklagt hat mit Strafzahlungen von bis zu 800.000 Euro pro Tag. Daraufhin hat man dann endlich Mindeststandards eingezogen in der jetzigen privat organisierten Landwirtschaft. Und diese Mindeststandards und die entsprechenden Kontrollen haben plötzlich innerhalb von 4 Jahren dafür gesorgt, dass die Stickstoffüberschüsse um 30% gefallen sind. Vorher haben wir über Jahrzehnte investiert in Forschung, in Beratung. Leute, ihr sollt so düngen, damit es richtig funktioniert. Hat nie geklappt. Also, ich würde immer dafür plädieren, dass wir natürlich das Privateigentum beibehalten und schützen und dann aber sicherstellen, dass die Sozialbindung und auch die ökologische Bindung dieses Eigentums in aller Deutlichkeit auch exekutiert wird. Und daran fehlt es. Du hast gerade die Grundversorgung angesprochen, ne? Also die eigene Bevölkerung ernähren. Da hat ja niemand was dagegen. Und dass die Landwirtschaft auch noch ökologische Aufgaben, also im Sinne der Natur, der Umwelt, des Klimas macht, hat auch niemand was dagegen. Nur eines ist ja da, also die Bevölkerung wird ernährt. Also wir stellen genug her oder produzieren genug, bauen genug an, dass wir alle versorgt werden können. Aber die ökologischen Aufgaben werden ja nicht erfüllt. Also wir machen ja genau das Gegenteil. Wir zerstören auch mit der Landwirtschaft durch die Emissionen, nicht nur CO2, Lachgas, Methan und so weiter, den Planeten. Und wir exportieren. Also wir produzieren so viel, dass wir in der ganzen Welt nach Europa, nach Südamerika, nach Amerika, nach Afrika, überall hin produzieren, exportieren. Und das ist ja das Problem, oder? Naja, also der ganze Wohlstand, den wir in Deutschland haben, nicht der ganze, aber ein großer Teil unseres Wohlstands, kommt ja nun mal daher, dass wir Export in Anführungsstrichen Weltmeister sind. Also es hat ja schon auch etwas mit den Vermögenswerten unserer gesamten Gesellschaft zu tun. Ja, aber wir schaffen es in Deutschland ja, manche Sachen zu produzieren, die andere Länder, andere Staaten, andere Menschen nicht produzieren können. Darum exportieren wir die ja so erfolgreich. Naja, aber landwirtschaftliche Produkte, naja, da kann sich doch fast jedes Land selbst versorgen. Da würde ich doch aber jetzt sagen, da kann ich doch genauso gut sagen, dann gebe ich doch lieber den Brasilianern Entwicklungshilfe, damit sie Autofabriken bauen können und damit wir nicht mehr VW nach Brasilien exportieren müssen. Also das ist doch keine Logik. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also ich würde immer argumentieren, und das Ergebnis ist dann ja, geht in deine Richtung. Also wenn ich jetzt über Ordnungsrecht sicherstelle, dass nicht mehr so viel, gerade tierische Produkte, erzeugt werden. Wenn wir da entsprechende Barrieren drin hätten, mit der Düngergesetzgebung, da sind wir noch lange nicht am Ende. Mhm. Ja, dann würde das dazu führen, dass wir nirgends mehr deutlich über 2 Großvieheinheiten pro Hektar hätten. Und in etlichen anderen Regionen Deutschlands haben wir überhaupt gar keine Tiere. Der Trend geht sowieso weiter runter. Das heißt, es ist nicht so weit entfernt, sich ein Szenario vorzustellen, dass wir absolut positiv gelabelte Produkte im Bereich Milch, im Bereich auch Schweinefleisch und, mit bestem Gewissen exportieren können, weil der Footprint in Bezug auf Stickstoffüberschüsse, Phosphorüberschüsse, CO2-Emissionen so niedrig ist, dass er weltweit konkurrenzfähig ist zu anderen Ländern. Was spricht dann dagegen? Also das Fleisch transportieren erzeugt wieder Emissionen. Ja, das, also wenn Sie sich vorstellen, wir umgekehrt ist doch genau das Gleiche. Ich würde immer dafür plädieren, dass wir Rindfleisch bei uns in der Produktion nahezu einstellen. Mhm. Und stattdessen den größten Teil des Rindfleisches aus Südamerika holen. What? Aus Brasilien. Klar. Ja, aber dann geht da doch die Zahl der Rinder und des Methanausstoßes und so weiter hoch. Also erstmal wir müssen ja global weniger Fleisch konsumieren. Ja, natürlich müssen wir global weniger Fleisch produzieren. Aber Brasilien hat 17 Mal die landwirtschaftliche Fläche von Deutschland. Und es wird immer so getan, als ob nur wir... Aber da können sie doch pflanzliche Produkte anbauen. Ja, machen die ja auch. Und warum bauen die pflanzliche Produkte an in Brasilien? Na? Weil Rindfleisch ein sensibles Produkt ist in der EU.
Wir haben zwar keine Zölle mehr, aber die EU lässt Rindfleisch nur in einem gewissen geringen Umfang aus Brasilien hier rein, um die heimische Rindfleischproduktion zu schützen. Und das ist doch Unsinn. Was machen denn die Brasilianer, wenn sie eben kein Rindfleisch zu uns liefern dürfen? Wenn sie überlegen, wie Rindfleisch in Brasilien produziert wird, bekannt, wie das läuft? Erzähl. In Brasilien? Ja. Ja? Erzähl. Ja, es sind, man sieht, wenn man bei uns Bilder sieht von Rindfleischproduktion in Brasilien, sieht man in der Regel Feedlots. Das heißt, da sind Tiere unter freiem Himmel ganz eng zusammen und sagen, oh, ist ja alles ganz furchtbar. Die produzieren ja nicht nach unseren Standards. Was man aber weglässt bei diesen 2- bis 2,5-jährigen Tieren, sind von den insgesamt 26, 27 Lebensmonaten des Tieres, sind die ersten 23 Lebensmonate, also 80%. Das grasen die nämlich auf Gras und erhalten die Cerrado, das natürliche Grasland. Und wenn Europa jetzt sagt, nee, wir wollen euer Rindfleisch nicht, und parallel bei uns schützen wir unser Grünland, wir haben Dauergrünlanderhaltungsgesetz und so weiter, weil Grünland ist also wichtig und super. Wir zwingen aber durch unsere Außenhandelspolitik mit Brasilien die Brasilianer, ihr Grünland umzuflügen und Soja anzubauen, weil das könnte bei uns verkaufen. Ja, damit füttern wir dann unsere Kühe. Genau. So. Und macht das Sinn? Wäre es nicht viel sinnvoller, das Grünland in Brasilien zu erhalten? Sind auch Bauern, ja? Nur mal ganz nebenbei. Ich kenne viele von denen. Wir haben Kooperationen mit Embrapa. Von daher weiß ich, was da abläuft. Und die sind, vorsichtig ausgedrückt, extrem unglücklich über die Berichterstattung in Europa, wie Landwirtschaft in Brasilien läuft. Da kriegen wir immer nur Bilder, dass der Amazonas-Regenwald gerodet wird und so weiter. Ja, das gibt es, aber es gibt eben auch sehr, sehr viele sehr, sehr gute Landwirte in Brasilien, die liebend gerne dieses fantastische Fleisch exportieren würden, aber nicht dürfen und deshalb indirekt gezwungen werden, das umzubrechen und Soja anzubauen. Was spricht denn jetzt dagegen, dass in Deutschland nur Fleisch in die Läden kommt, das in Deutschland hergestellt wurde? Brasilien bleibt das andere, weil dann sparen wir uns die Transportkosten, wir sparen uns den Wachstumskram mit das Hälfte also, des Fleisches geht in den Export und so weiter. Also wenn man sich jetzt nochmal... Ne? Wir versorgen unsere Bevölkerung mit Fleisch. Ja, wir versorgen unsere Bevölkerung mit Fleisch und dann sagst du der Bevölkerung, einem Facharbeiter, der das Haupteinkommen für die Familie ranholt und mit 2 Kindern und mit den Mietkosten und so weiter. Und dann sagst du dem, also wir versorgen uns jetzt hier mit Fleisch, aber du, das würde auch deutlich günstiger gehen mit der Einhaltung von ökologischen Standards. Indem man nämlich zum Beispiel jetzt nur mal, um das grundsätzlich durchzudiskutieren, an diesem Beispiel Rindfleisch, wir machen Kontrakte mit Brasilien im Rahmen von Mercosur, das steht ja im Augenblick sowieso an, ja? Mercosur-Abkommen wird im Augenblick durch die Bauern wieder, die Bauernverbände in Deutschland und vor allen Dingen in Frankreich massiv torpediert, genau vor diesem Hintergrund. Mhm. Die Brasilianer haben wesentlich geringere Lohnkosten, die produzieren 1 Kilogramm Rindfleisch für gut 1 Euro, wir produzieren es für etwa 3 Euro. Wie gesagt, mit ähnlichen ökologischen Kosten. Und dann kommt dieses Rindfleisch aus Brasilien in ein großes Frachtschiff und die Fracht in einem großen Schiff, wo das Fleisch wunderbar über 3 Wochen Transport von Brasilien in die europäischen Häfen reift, noch zusätzlich an Qualität gewinnt, die kostet umgerechnet 10 Cent, weil sie kaum Emissionen haben. In so einem großen Schiff extrem niedrige Kosten. Was spricht dagegen? Naja, also wenn das Fleisch günstiger werden würde, weil es irgendwie aus Südamerika kommt, dann würde das natürlich mehr konsumiert werden und dann drehen wir uns am Kreis. Weil wir müssen weniger Fleisch konsumieren. Ja, aber das... Dann ist doch gar nicht schlecht, wenn es dann hier in Deutschland, also wenn wir das nur aus Deutschland holen, dann wird es zwar ein bisschen teurer, aber so soll es ja auch sein.
Ja. Damit wir weniger Fleisch konsumieren. Ja, aber auf der anderen Seite nochmal, ich kann dem nicht folgen. Dass wir weniger Fleisch konsumieren müssen? Nein, nee. Ich kann nur dem nicht folgen, dass wir uns komplett abschotten. Also die Geschichte, sämtliche Geschichte der Welt zeigt, alle Länder, die entschieden haben, sich abzuschotten, haben davon nicht profitiert. Weder wirtschaftlich, noch letzten Endes auch final militärisch. Das muss man ja auch mal sehen. Ja, aber ist das Abschottung, wenn halt jedes Land für sich selbst erst mal Fleisch produzieren? Also ich würde... Also, das wenige Fleisch, was dann konsumiert werden soll aufgrund des Klimawandels, kann doch dann von den eigenen Ländern gemacht werden. Ja, natürlich. Also was gibt uns das Recht, Fleisch aus Argentinien oder Brasilien zu importieren? Warum? Das kannst du doch konsumieren, wenn du in Argentinien oder Brasilien bist. Ja, da kann ich doch genauso gut sagen, was gibt uns das Recht, Chips aus Südkorea zu importieren? Eben. Also, da gehe ich jetzt nicht mit. Da haben wir eine grundsätzliche unterschiedliche Angehensweise. Ich will ja nur verstehen, weil am Ende sind wir uns ja einig in Sachen Klimawandel, wir müssen weniger Fleisch. Ja, also. Weil allein gibt ja aktuelle Zahlen, 2/3 der Emissionen aus der Landwirtschaft in Deutschland ist alleine auf die Milchkühe zurückzuführen. Ne? Also auf ja, die 11 Millionen Rinder. Ja. Die müssen weg. Also, wir sind ja zwei Dinge. Das erste ist, wir müssen, was heißt wir müssen, wenn, ich formuliere es anders, müssen, das ist ja für einen Wissenschaftler eine Formulierung, die nicht angemessen ist. Okay. Sondern wenn wir anerkennen, dass wir Gesundheitskosten durch Fehlernährung in der Größenordnung, je nach Studie, zwischen 12 und 20 Milliarden Euro pro Jahr haben. Und wenn wir anerkennen, was du gerade gesagt hattest, dass die Emissionen von Lebensmitteln tierischer Herkunft um ein Vielfaches höher sind. Und wenn wir dann anerkennen zusätzlich, dass wir im Sinne der Sicherung der Welternährung eine Verantwortung auch in Deutschland für die Sicherung der Welternährung haben, dann ist es natürlich nicht den Weltmarkt, geht es nicht darum, den Weltmarkt mit Schweinefleischstücken zuzuschütten, sondern dann geht es darum, dass wir Modelle vorleben, für weniger entwickelte Länder, damit die uns das überhaupt abnehmen, dass wir nicht Protektionismus betreiben wollen, sondern fairen Handel mit ökologisch sauberen Produkten betreiben wollen, dass wir da entsprechend vorangehen. Und das heißt natürlich als erstes für mich, so haben wir es auch im Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats, im großen Ernährungsgutachten geschrieben, wenn wir das alles wissen, und es gibt jetzt in Nature Food gibt es wieder eine entsprechende Modellrechnung. Weltweit ist vollkommen klar, wenn wir den Peak Welternährung gewährleisten wollen, Ernährungsfairness weltweit, dann werden wir in den reichen Ländern den Konsum von Nahrungsmitteln tierischer Herkunft in etwa mindestens halbieren müssen. Mindestens halbieren müssen. Wie soll das passieren? So, und das bedeutet meines Erachtens, was jetzt anläge oder anliegen sollte, und auch das haben wir auch in einem Gutachten ja sehr deutlich formuliert, dass erst einmal die Subventionierung des Fleischkonsums weggenommen wird. Ja? Also was im Augenblick läuft, wenn Sie Aschermittwoch und so weiter Herrn Söder hören, wir wollen keine Fleischsteuer. Es geht genau um das Gegenteil. Wir wollen Fleisch nicht noch zusätzlich subventionieren. Das läuft ja im Augenblick mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz. Und sämtliche Ernährungswissenschaftler sind sich da vollkommen einig. Stattdessen wäre es sinnvoll, Zucker und auch Lebensmittel tierischer Herkunft deutlich stärker zu besteuern. Also als Mindestmaß mit dem normalen Mehrwertsteuersatz. Und im Gegenzug, leider springt Minister Özdemir da auch nicht, bei weitem nicht weit genug, im Gegenzug zu sagen, und für Lebensmittel pflanzlicher Herkunft, für Gemüse und Obst, nicht verarbeitete Produkte, fällt der Mehrwertsteuersatz komplett weg. Sie müssen doch der Bevölkerung Anreize geben, dass sie sich angemessen ernährt. Das hat nichts mit einer paternalistischen Grundhaltung zu tun oder mit Vorschreiben von Ernährungsgewohnheiten. Es geht nur darum, dass man die Kosten, die diese Ernährungsmuster verursachen, auch tatsächlich annähernd in den Preisen abbildet. Und das ist der entscheidende Punkt. Erst einmal die Preise entsprechend anpassen. Und dann innerhalb der Produktionssysteme geht es natürlich weiter. Ich hatte vorhin das Modell Lindhof angesprochen, unser Versuchsbetrieb, kann man auch im Netz alles wunderbar nachlesen. Versuchsbetrieb der Universität Kiel Lindhof, ökoeffiziente Weidemilcherzeugung.
Da haben wir systematisch analysiert, wie sähe denn eine gute Milcherzeugung aus, wenn wir jetzt, sagen wir mal, 10, 15 Jahre vorausdenken. Ja, dann würden wir natürlich kein Silo-Mais mehr im großen Stil anbauen wie heute. Mhm. Wir sind tatsächlich im Augenblick auf einem falschen Pfad unterwegs. Wir steigern nach wie vor die Milchleistung pro Kuh, weil die Kosten für Arbeit, für Bauen und so weiter vergleichsweise hoch sind, versuchen Betriebe, das dahingehend zu optimieren, dass sie pro Kuh die Milchleistung immer weiter steigern. So, und das führt aber dazu, dass sie so eine 10.000 Liter Kuh und darüber eben nicht mehr vom Grünland ernähren können. Und das ist also bizarr. Wir wissen genau, wir brauchen die Ackerflächen für die Humanernährung und das Grünland legen wir still, weil es keinen Wert mehr hat. Oder setzen Photovoltaik drauf. Ja. Und das ist die absolute Fehlentwicklung, die ich in diesem Bereich hier sehe. Wir bauen diese, neben PV und Biogas jetzt eben auch Futter auf Acker. Wir nutzen ja eh 60% unserer Ackerflächen für Futter. Und das ist eine vollkommen fehlgeleitete Entwicklung. Da die Politik offensichtlich nicht willens ist, das zu ändern, weil die FDP übernimmt jetzt ja zu 120% die Rolle der CDU als Vertreter des Bauernverbandes, muss man zunehmend auf den Handel setzen. Und das scheint mir vergleichsweise vielversprechend zu sein. Also wir sehen ja im Bereich Tierwohl-Label und so weiter, dass der Handel, die Aldis und Lidls dieser Welt, das offensichtlich begriffen haben. Also, bauen langfristige Strategiepläne und das heißt, die Haltungsstufen werden ausgesourced, die werden nicht mehr mit reingenommen, die eben nicht akzeptabel sind. Und auf diesem Pfad muss man das Ganze weiterentwickeln. Und ich bin mit diesen Vertretern der Großhändler ja auch im Austausch. Und wir sehen das auch in Niederlanden beispielsweise. Es gibt eine massive Bewegung dahingehend, dass man seitens des Handels diejenigen Milchproduzenten honoriert, die nicht wie bisher nur noch 20% der Futterenergie vom Grünland holen, das ist heute die Situation, oder 25, sondern die sich verpflichten, mindestens 65-70% der Futterenergie aus Gras bereitzustellen und damit sicherstellen, dass das Rind nicht zum Nahrungskonkurrenten des Menschen wird. Ob jetzt Rewe, Aldi und Co. tatsächlich Teil der Lösung sind, so wie du es gerade angedeutet hast, oder eher Teil des Problems, können wir gleich nochmal besprechen. Ich wollte mal hier, ich weiß nicht ganz verstanden habe, wie wir den Fleischkonsum jetzt gerade global und auch in Deutschland runterbekommen. Du hast jetzt irgendwie gesagt, wir haben einen Preis und so weiter. Ich will nochmal das Problem verdeutlichen. Also global stammt 30% der Treibhausgasemissionen aus der Produktion und dem Konsum von Nahrungsmitteln. Bei der Viehzucht, das ist jetzt die Zahl von 2013, bei der Viehzucht war 56-58% der gesamten Treibhausemissionen waren bei der Viehzucht verantwortlich. Und das, obwohl die Viehwirtschaft nur 37% des Proteins und jetzt der Knaller 18% der Kalorienversorgung der Weltbevölkerung bereitstellt. Also für 18% der Versorgung der Weltbevölkerung hauen wir 56-58% Emissionen bei der Viehzucht raus. Ja, natürlich. Ist erkannt. Im Prinzip, das ist ja völlig ineffizient. Wir könnten halt mit vielen, also im Treibhausgasemissionsmaßstab, viel sauberen Produkten, pflanzlichen, die Weltbevölkerung viel besser ernähren und uns die Emissionen sparen, wenn wir die Viehzucht einstellen würden. Wir müssen sie ja gar nicht einstellen. Das ist ja. Das soll der Markt machen, oder was? Nein, also es gibt, auch klar gibt es gute wissenschaftliche Evidenz, die im Hinblick auf die Sicherung der Welternährung gerechnet hat mit verschiedensten Modellen. Was ist denn ein angemessener Konsum von Nahrungsmitteln tierischer Herkunft? Ausgedrückt in Gramm Protein pro Tag. Mhm. Und da liegen wir in der Größenordnung von etwa 16 Gramm tierisches Protein pro Tag, die nachhaltig wären zur Sicherung der Welternährung. Mhm. Wir liegen aber tatsächlich in Deutschland und in Europa irgendwo zwischen 50 und 60 Gramm. Das bedeutet eher um den Faktor 3 sogar runter. Das ist so, ja. Es gibt aber andere Länder wie Subsahara-Afrika, die liegen bei 8 oder 9 Gramm, also deutlich drunter. Das heißt, die könnten sich durchaus, wenn
die Armut nicht dominant wäre, könnten die sich im Sinne der Welternährung auch noch mit mehr Protein tierischer Herkunft ernähren. Nur was wir im Augenblick sehen, wenn wir das eben nicht konsequent umsetzen, und das ist eben fatal. Wir haben gesehen in den letzten 30 Jahren, dass sich China in den Ernährungsmustern innerhalb von 35, 40 Jahren von einem Ernährungsstil wie in Indien direkt an unseren angepasst hat. Ich bin seit 2000 ungefähr in China unterwegs. Als ich das erste Mal dort war, in Peking, gab es keine übergewichtigen Menschen. Inzwischen haben wir das sehr, sehr ähnlich im Vergleich auch zu uns. Das heißt, das ist ja die große Gefahr für die Welt, wenn der Rest der Welt die westliche Ernährungsweise übernimmt. Das führt ja dazu. Ja, also stimme ich zu. Und deshalb ist es eben so fatal, wenn jetzt eben Lobbyvertreter sagen, also wir dürfen auf keinen Fall unsere Veredelungswirtschaft hier zurückfahren. Natürlich müssen wir die zurückfahren. Ist doch vollkommen klar. Also wenn wir wollen, dass das Menschheitsgeschlecht auch in 50 Jahren oder in 40 Jahren nach dem Peak der Weltbevölkerung noch in irgendwelchen akzeptablen Umwelten leben soll, dann ist das alternativlos. Das ist vollkommen, das kann ich auch so deutlich sagen, obwohl ja alternativlos ansonsten eher ein verbrannter Begriff ist. Aber ich kenne keine wissenschaftliche Studie weltweit, jenseits von Stellungnahmen von Bauernverbänden irgendwo auf der Welt, die das irgendwie in Frage stellen würden. Und deshalb muss man meines Erachtens auch seitens der Wissenschaft viel deutlicher jedes Mal, wenn so ein Unsinn verbreitet wird, wir müssen aber unsere Veredelungswirtschaft erhalten, das geht nicht, natürlich nicht. Sondern wir müssen die Transformation in diesem Bereich so organisieren, dass Landwirte mitgehen können, dass Einkommensalternativen geschaffen werden und. Und das beste Beispiel, wo ich auch immer wieder versuche, Input zu liefern, der aber auch natürlich immer wieder auf Reaktanz trifft. Also Reaktanz bedeutet dann ja, dass man im Prinzip weiß, dass es in die Richtung gehen müsste. Aber nicht jetzt. Aber nicht jetzt, beziehungsweise nicht selber entsprechend handeln möchte. Ja. Der einfachste Weg, gerade im Bereich Milch, weil das nun mein Fachgebiet ist, Graslandwissenschaften, Futterbau, Milcherzeugung und so weiter, wäre im Bereich der Milch erstens zurück aufs Grünland. Ja, da ist der Handel dabei, in dem Bereich auch Modelle zu entwickeln und damit also auch die Ackermilch deutlich unakzeptabler zu machen. Und zum Zweiten ist aber leider eben auch viel Grünland auf Moorstandorten, drainierte Moore. Mhm. Und da ist auch vollkommen klar, wenn man sich mal vorstellt, dass wir 2040 einen CO2-Preis meinetwegen von 100 Euro die Tonne haben, dann emittieren diese drainierten Moore Größenordnung von 3.000 bis 5.000 Euro pro Hektar und Jahr. Dagegen kann man nicht mehr anmelden. Wir haben jetzt aber die Situation mit PV. Wir wollen, dass wir die Energiewende möglichst schnell hinbekommen. Das ist ein politischer Wille. Dann bitteschön ein Moratorium für PV auf guten Ackerböden. Kein Hektar guter Ackerboden mehr für PV. Da würde ich massiv dafür plädieren. Auch nicht entlang der Autobahn. Das ist einfach nicht akzeptabel. Wir brauchen diese Flächen für die Humanernährung weltweit. Und stattdessen Vorrangflächen für Freiflächen-PV auf Moorstandorten. Wiedervernässung und damit den Landwirten Alternativen anbieten zu ihrem Einkommen über Milch. Sie müssen ja bedenken, wenn wir jetzt ein 100-Hektar-Betrieb auf Moor ist, drainiertes Moor, der hat im Augenblick ja keine Alternative. Und wenn man dann diskutiert, Paludikulturen, also stoffliche Nutzung von Schilf oder ähnlichen Dingen, ja, da gibt es Entwicklungsperspektiven, aber das dauert ja 20 Jahre, bis das wirklich eine echte Einkommensalternative für die Landwirte ist, die heute eine brauchen, wenn wir wieder vernässen wollen. Und dort PV auf einem Drittel der Flächen zuzulassen, ein weiteres Drittel dann extensiv zu bewirtschaften mit FFH-Standards und ein weiteres Drittel komplett wieder zu vernässen, damit hätten diese Landwirte mit einem Drittel der Fläche PV statt heute 100% Milcherzeugung, hätten die eine echte Einkommensalternative. Und in diese Richtung muss man viel stärker gehen. Trotzdem nochmal, wir müssen mit dem Fleischkonsum runter. Was hältst du davon? Niemand fordert jetzt eine fleischlose Menschheit, eine Zukunft, also ohne Fleisch. Aber man könnte ja sagen, ohne Schwein,
und Kühe. Weil denn Geflügel ist ja noch einigermaßen okay in Sachen Treibhausgasemissionen. Was hältst du davon, wenn wir einfach quasi die Viehzucht und die Schweinezucht einstellen und Menschheit mit anderen von Sachen, Pflanzen und besserem Fleisch konsumieren? Dann sparen wir uns auch die Kuhmilch. Also was gibt uns das Recht jetzt irgendwie? Kuhmilch? Ja, also man kann natürlich alles absolut diskutieren. Ja. Wir haben radikale Zeiten, weil wir jetzt so viele Jahrzehnte ja nichts gemacht haben. Also müssen wir jetzt radikal denken. Gut, also dem würde ich jetzt nicht so zustimmen. Also natürlich geht vieles zu langsam, das sehe ich auch so. Aber dass wir nichts machen und wie gesagt gerade der Handel, dass der nichts macht und nicht den Weckruf gehört hätte, das unterschreibe ich nicht. Also wie gesagt, -50% als Ziel für eine Größenordnung in 15 Jahren, Halbierung der Tierzahlen bei uns. Wie gesagt, mit der Milcherzeugung etwa 25-30% der Milch kommen von Moorstandorten. Das heißt, wenn wir die Moore wieder vernässen, alternative Milchproduktionssysteme auf Basis von Kleegras mit mehr Biodiversität und so weiter fördern, dann kann man diese Transformation zu wesentlich weniger organisieren und hat dann trotzdem noch mit einem wesentlich geringeren Verbrauch von einem wunderbaren Lebensmittel Milch, das ist es ja nun auch, muss man auch ganz klar sagen, das ist in der Koevolution der Menschheit mit Tieren hat Milch immer eine Rolle gespielt, seitdem der Mensch sesshaft geworden ist. Deshalb würde ich das nicht komplett ausschließen. Wir müssen noch gar nicht. Es gibt ja jetzt gute emissionsarme Alternativen zu Milch. Dann brauchen wir keine Rinder züchten, um die Milch zu bekommen. Ja, wie gesagt, wir können das deutlich reduzieren. Ich kann aber auch sagen, wenn wir das haben wir auch gemacht, wir haben unsere Milcherzeugung auf dem Lindhof mit Kleegras und damit den Ackerbau besser gemacht. Wir nutzen dazu auch gewisse Ackerflächen, aber produzieren damit eben nicht nur Milch, sondern auch Biodiversität und Kohlenstoff im Boden und. Wenn man sich so ein Gesamtmodell vorstellt und wir rechnen dann eine Ökobilanz und rechnen das auf der Basis im Laden, eine Hafermilch im Laden oder eine Low-Input-Weidemilcherzeugung im Laden, dann unterscheidet sich der Carbon Footprint nur noch marginal. Ja. Weil nämlich bei der Hafermilch und so weiter natürlich die Emissionen wesentlich in dem weiteren, nicht bei der Produktion des Hafers, das machen wir auf dem Lindhof auch, aber danach in der Verarbeitung ist der Energieeinsatz und sind die Emissionen dementsprechend höher. Also von daher müssen wir doch auch, um Reaktanz zu vermeiden und eben auch die Akteure, um die es geht, nämlich Landwirte, mitzunehmen, müssen wir sagen, okay, es geht in diese Richtung, aber nicht 100 oder 1000%ig, sondern wir müssen auf ein Maß zurück, wie es bei uns ja in 50er Jahren gewesen ist. Ich bin Jahre 1955 und ich bin aufgewachsen, da war es vollkommen normal, dass es den Sonntagsbraten gab, aber in der Woche in der Regel nicht und das ging wunderbar. So, und das muss durch Willst du unsere Freiheit einschränken, Nein, das muss ich will essen, wann ich und was ja, kann ich will. Ja, kann ja auch jeder, aber nicht zu diesen Preisen. Das ist der Punkt. Also wir haben das allein innerhalb der Milchproduktion. Wir haben das gerechnet, so wie wir das machen. Mehr oder weniger kein Stickstoffaustrag, keine Phosphorüberschüsse, CO2-Bindung im Boden, Tierwohl, alles mit drin. Mhm. Wir haben das mal gerechnet, so ein Low-Input in diesem Fall nach Ökostandards, das kann aber ein konventioneller Betrieb genauso machen. Wir vermeiden Umweltkosten in der Größenordnung von 30 € pro Liter. 30 € pro Liter. Vermiedene Umweltkosten. Also wir haben auch innerhalb der Produktionssysteme immer noch gigantische Möglichkeiten, mit weniger Tieren deutlich besser zu wirtschaften. Im Augenblick konzentrieren sich jetzt alle auf Methan. Also Methan ist ja furchtbar, Methan müssen wir also runterdrehen. Also wenn wir die methanfreie Kuh haben, ist das Problem gelöst, ist aber nicht. Natürlich können Sie oder kann man die Milchkühe mit Braunalgen oder den entsprechenden Metaboliten, um die es dann da geht, füttern und damit ist die Methanproduktion deutlich reduziert. Ja, das geht. Aber deshalb aber
noch nicht mehr Biodiversität. Deshalb haben wir trotzdem noch die Phosphorüberschüsse und vieles andere mehr. Also wir müssen hier viel stärker den Systemgedanken mit drin haben. Weniger Tiere und dann die Tiere gerade bei den Wiederkäuern eben auf Grasland. Grasland ist auch ein Kulturgut. Natürlich mit weniger Tieren und mit Naturschutz verknüpft. Das sind die Wege, die wir beschreiten müssen. Du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, die Halbierung der Nutztierzahlen. Das ist ja aufgrund der Klimaziele der Bundesregierung eines der in der Landwirtschaft zentralen Anliegen. Das bedeutet aber auch Anerkennung der Realität. Die hast du ja gerade selber anerkannt. Wenn ich das Bundeslandwirtschaftsministerium in der Bundespressekonferenz immer wieder dann daran erinnere, wie sie dieses Ziel erreichen wollen, dann weißt du wahrscheinlich, was sie denn antworten. Die erkennen diese Realität gar nicht an. Die erkennen dieses Ziel gar nicht an, dass die Nutztierzahlen halbiert werden müssen. Kannst du das erklären, warum? Naja. Wir haben ein grün geführtes Landwirtschaftsministerium. Ja, das ist enttäuschend. Das sehe ich ganz genauso. Und das ist auch jetzt keine üble Nachrede, weil das ist skandalös, auch weil ich das auch in anderen Zusammenhängen schon deutlich geäußert habe. Man kann ja durchaus der Meinung sein, dass die FDP sowieso alles blockiert. Das ist ja im Augenblick der Fall. Mhm. Aber dennoch wäre man doch oder sollte man den politischen Auftrag dahingehend verstehen, wissenschaftliche Evidenz immer wieder in aller Deutlichkeit vorzutragen und einzufordern. Und eben auch diesen Weg, eben -50% im Rahmen einer von Meilensteinen, die zu erreichen sind, auch zu formulieren. Da stimme ich absolut zu. Das ist eine große Enttäuschung, dass das nicht geschieht und dass in diesem Fall auch keine Politiken in diese Richtung bewegt werden. Kann das sein, dass weil der Bauernverband das nicht möchte, weil der Bauernverband erkennt ja dieses Ziel, diese wissenschaftliche, nenne ich mal, Notwendigkeit nicht an, dass die Druck aufs Landwirtschaftsministerium machen? Ja, natürlich machen immer Druck aufs Landwirtschaftsministerium. Das ist klar. Und natürlich aus die FDP ja auch noch, wie gesagt, das sind Frau Konrad und Herr Hocker, das sind Leute, die offensichtlich keine wissenschaftlichen Publikationen lesen. Ja? Ansonsten könnten sie nicht so argumentieren, wie sie das tun. Vielleicht musst du denen das mal vorlegen oder mit denen mal reden. Ja, oder? Ich glaube, das ist vielfach versucht worden. Wollen die das nicht wissen? Oder kann es sein, dass sie das wissen, aber einfach nur den scheißegal ist? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber es ist doch eigentlich krass. Ich meine, so habe ich es jedenfalls verstanden, all die Jahre auch durch die KlimawissenschaftlerInnen, das ist die zentrale Aufgabe in der Landwirtschaft, die Nutztierzahlen zu halbieren. Weil ich hatte es ja vorhin noch schon gesagt, 2/3 aller Emissionen aus der Landwirtschaft kommen einfach nur durch die Tiernutzung. Ja, also ich würde es mal so formulieren, die Zahlen müssen massiv runter und dann muss man in Detail gucken, wie man das macht. Und ich habe eben ein Beispiel genannt, die Moore. Damit hätte man schon mal Win-Win-Effekte. Wir könnten dort eben Energie produzieren mit PV, ohne dass wir Landnutzungskonkurrenzen ausüben. Wir würden massiv die CO2-Emissionen reduzieren, auch die Stickstoffausträge massiv reduzieren. Das wäre der erste Schritt. Aber das gehört ja zu dem Gesamtpaket dazu. Also quasi die Moore wieder vernässen und Halbierung der Nutztierzahlen. Ja, natürlich. Und andere Sachen. Ja, aber, und nicht entweder oder. Ja, aber, ja, und wir machen gar nichts davon. Politische Prozesse sind nun mal so, wie sie sind. Ja, das wissen wir auch. Man muss ja die Realitäten als solche schon anerkennen. Das tun sie ja nicht. Haben wir ja gerade besprochen. Ja, aber gibt ja auch Realitäten in Bezug auf die politischen Prozesse. Und wenn sie nicht einen echten massiven Schock haben, wie es damals zum Beispiel mit Fukushima in Bezug auf die Atomenergie passiert ist, dann werden sie nicht dieses Window of Opportunity öffnen bei den diejenigen, die eben Vorbehalte haben und die primär dann Lobbyinteressen vertreten. Aber noch einmal, wir haben ja insgesamt in Deutschland etwa einen Besatz von Großvieheinheiten, der liegt inzwischen unter 1
unter einer Großvieheinheit pro Hektar. In den Niederlanden ist es immer noch Faktor 2,5. Erklär höher. Kurz, was eine Großvieheinheit ist. Eine Großvieheinheit ist im Prinzip eine Normalkuh. Ja, um das so, eine Kuh ist eine Großvieheinheit. Ja, also 500 Kilogramm, das ist eine, die großen Kühe sind ja heute, wiegen ja 650 Kilogramm, aber so eine klassische kleinere Kuh sind 500 Kilo und dann entsprechend umgerechnet auf 500 Kilo eben die Anzahl Schweine und so weiter und Geflügel, das kann man dann warum alles machen. Warum könnt ihr einfach Kühe und Schweine sagen, statt Großvieheinheiten? Naja, weil es natürlich immer darum geht, wie viel Emissionen kommen denn? Und die Emissionen kommen eben pro Großvieheinheit. Und, Kuh. Ja, pro Kuh oder pro X Schweine und so weiter. Das sind die Standards, die Livestock Unit auch weltweit und auch in der EU sich etabliert haben. Und das ist auch nicht problematisch. Ihr wisst schon, dass das Lebewesen sind, oder? Also, dass das Tiere sind und keine Dinge. Ja, natürlich. Also das ist so die Verdinglichung von Lebewesen. Ja, das, die Debatte ist mir natürlich auch klar. Dennoch, noch einmal, ich möchte diesen Gedanken gerne noch mal zu Ende führen. Ja. Der entscheidende Punkt meines Erachtens ist doch, dass man jetzt hier haltende Betriebe nicht verdammt, ihr haltet Dinge, sondern dass man klar macht, so geht es nicht weiter. Und wir sind in der Transformation und diesen Weg beschreiten wir. Und das fehlt mir. Seit dem Ukraine Krieg, dem Überfall Russlands auf die Ukraine, man sagt ja immer Ukraine-Krieg, das ist ein Überfall Russlands auf die Ukraine, seitdem ist ja ein völliger Rollback zu beobachten, ja, auch seitens der Landwirtschaftsverbände, also jetzt sind wir endlich wieder, wir können jetzt endlich loslegen und die Welt ernähren, im Idealfall eben auch noch zusätzlich mit Schweinefleisch und das geht eben nicht. Die Transformation ist die zentrale Notwendigkeit, um diesen Planeten lebenswert zu erhalten. Und wir als reiche Länder müssen das vorleben. Und meine, wir als Wissenschaft können doch nicht mehr tun, als das immer wieder in aller Deutlichkeit zu sagen und auch jeden Politiker zu stellen, der irgendwie so einen Unsinn redet, wie Söder jetzt mit Fleischsteuer, ja? Und da fehlt mir auch aus der Wissenschaft von meinen Kolleginnen und Kollegen noch sehr, sehr der absolute Klartext in dem Bereich. Das ist ein Bereich, der vollkommen unstrittig ist in der Wissenschaft. Mhm. Absolut. Mhm. Also selbst mein Kollege Martin Keim aus Bonn, der ansonsten in Bezug auf Gentechnik auch sehr innovative Einstellungen hat, bei diesem Punkt sind sich alle einig weltweit. Und ich gehe nochmal weiter, jetzt, weil das Thema Mercosur jetzt auch gekommen ist. Mhm. Auch da müssen wir uns doch den wissenschaftlichen Realitäten stellen. Wenn wir hier bei uns wunderbar auf einem sandigen Boden Körnermais anbauen können für die Welternährung, ja, und das nach Afrika exportieren. Für die Welternährung, für die nicht Versorgung Deutschlands. Ja, exakt. Und würden stattdessen, also erstmal wird das sowieso kommen, davon gehe ich aus, dass wir Silomais, ich meine, ich bin 11 Jahre Vorsitzender des Deutschen Maiskomitees gewesen und habe den Job gemacht, weil ich sicherstellen wollte, dass diese Kulturart in einer vernünftigen Art und Weise angebaut wird, ökologisch verträglich angebaut wird. Und was vollkommen klar ist in diesem Bereich ist, dass eine Maispflanze viel zu schade ist, um sie in einem Biogasfermenter zu vergären oder den Tieren als Fraß vorzuwerfen. Das ist ein wunderbares Lebensmittel, Nahrungsmittel, Körnermais, weltweit Getreide. Und der Zuchtfortschritt ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass wir ja Körnermais inzwischen so etwa auf dem halben Gebiet der Deutschlands anbieten können. Und wenn wir das noch 15, 20 Jahre nach vorne denken, mit dem Klimawandel, wie er läuft, dann wird in ganz Deutschland Körnermais angebaut werden können, als Getreide im Ackerbau für die Welt. Ja, dann brauchen wir das nicht mehr. Dann können wir das viel effizienter als Getreide für die Welternährung bereitstellen. Mhm. Und uns stattdessen, wenn wir dann tatsächlich in Bezug auf die 16 Gramm tierisches Protein noch ein Defizit in Deutschland hätten, da würde ich immer sagen, dann holt uns das von einem grasbasierten Ökosystem in Brasilien mit Rindfleisch von dort. Wenn wir wollen, und das fällt mir komplett in der Debatte, diese Vorbildfunktion, die wir als EU auch haben, gegenüber zum Beispiel den Mercosur-Staaten. Man muss doch mal überlegen, warum wenden die sich denn China zu? Weil wir uns nach wie vor postkolonial denen gegenüber verhalten. Wenn sie denn sagen,
ihr könnt kein Rindfleisch nach Deutschland liefern oder in die EU liefern, ist da ein sensibles Produkt, ihr könnt das unglücklicherweise für ein Drittel des Preises herstellen, deshalb dürft ihr das nicht, aber Soja dürft ihr liefern. Ich meine, was ist denn das für ein Vorgehensweise im Sinne von Fairness? Also da würde ich doch immer lieber sagen, ich verhandle mit denen und sage denen, pass auf, ihr könnt auch Rindfleisch liefern. Kein Soja mehr. Bitte? Ich sage, du sagst das, kein Soja mehr. Und weniger Soja beispielsweise, wenn ihr halt erhaltet ihr euer Grasland, das wird hier überhaupt nicht realisiert, dass in Brasilien gigantische Flächenumfänge an Cerrado, an natürlichem Grasland in den letzten 20 Jahren verschwunden sind, die wir lieber für die Erzeugung von Rindfleisch dort und für den Export von Rindfleisch von dort zu uns in einem vernünftigen Maße sichern sollten. Du hast ja schon ein paar Mal den Bauernverband angesprochen, ist auch jetzt ein Thema gewesen, auch gerade jetzt in den letzten 2-3 Monaten nochmal prominent in den Medien gewesen, ne? Also Bauernverband, Herr Rugwied als Präsident, Anführer der Bauernproteste. Wessen Interessen vertritt der Deutsche Bauernverband, um mal da anzufangen? Wirklich die der Landwirte? Also die... Also man unser Fleisch und alles herstellen? Man unterscheidet ja zwischen Bauern und Landwirten. Bauern sind besitzende Landwirte und Landwirte können eben auch Pächter sein, sozusagen. Also von daher sind sie natürlich vor allen Dingen erstmal Bauernverbandsvertreter, Vertreter der Bauern. Und ich würde schon sagen, wenn, das sind ja demokratische Prozesse, die auch da dahinter liegen, wenn ein Herr Rugwied immer wieder gewählt wird, dann scheint er tatsächlich auch zum allergrößten Anteil die Meinung der Bauern zu vertreten und die politische Agenda der Bauern. Jetzt frage ich dich, ob der Bauernverband und Herr Rugwied tatsächlich die Interessen der Bauern und Landwirte vertritt und nicht andere Interessen. Naja, sie sind natürlich auch als Aufsichtsräte in verschiedenen verarbeitenden Gewerben tätig. Das ist ja auch bekannt, ja, das ist auch klar, ist auch prinzipiell nichts Schlimmes, naja. Würde ich jetzt deswegen niemanden diskreditieren. Aber was ich den Leuten übel nehme, das ist, dass sie eben wissenschaftliche Evidenz nicht anerkennen. Und das ist das Problem. Wenn sie jetzt sagen würden, auch in Bezug auf die Agrardieseldebatte, ja, das ist jetzt schwierig. Wir wissen, wir kriegen insgesamt aus EU und vom Bund ja nicht 6,5 Milliarden, sondern über 12 Milliarden Euro, die der Sektor erhält. Wir wissen, dass wir auch unseren Beitrag liefern müssen. Ja, dann würde ich sagen, ja, das ist in Ordnung. Fehlt natürlich auch die Ansage von ganz oben, insbesondere von der Bundesregierung. Damals in der Finanzkrise gab es diese Aktion, die allen noch vor Augen ist, dass nämlich Angela Merkel und Steinbrück vor die Kameras getreten sind und gesagt haben, egal was passiert, egal wer gegen den Euro wettet, wir werden dagegen halten. Mhm. Und damit hat man das Ganze beruhigt. Was mir hier fehlt, da kommt zwar punktuell hier und punktuell dort, aber was mir hier fehlt, ist ein gemeinsames Auftreten von dem Bundeskanzler, Herrn Lindner und Herrn Habeck in aller Ernsthaftigkeit, indem sie sagen, wir haben eine komplett neue Situation mit den externen Shots, mit Krieg, mit Energiepreisen und. Es geht nicht mehr darum, wer kriegt mehr, sondern es geht nur noch darum, zumindest für einen Übergangszeitraum, wer kriegt wie viel weniger. Und das fehlt mir. Mhm. Ja? Und dass dann eine kleine Gruppe, die in Deutschland 0,9% des BIP beiträgt, sich dahinstellt und nachdem sie demonstriert, das ist ja vollkommen in Ordnung. Ja? Das ist ja wunderbar, dass wir diese Rechte haben und die müssen gewahrt werden, gar keine Frage. Aber wir haben in diesem Fall gegenüber dem Bauernverband gesehen, dass die Regierung sofort eingeknickt ist, hat einen Kompromissvorschlag geliefert, der meines Erachtens absolut akzeptabel ist. Und wenn sich dann der Bauernverband hinstellt, auch namentlich Herr Rugwied, und dann im Rahmen der Grünen Woche, nachdem dieser Kompromiss längst auf dem Tisch liegt, dann sich zitieren lässt, alles, was bisher angekündigt wurde, hat die Verärgerung der Bauern nur weiter gesteigert.
Ja? Oder eben auch sagt, die bisherigen Proteste sind das Vorbeben gewesen. Wenn sich nichts ändert, kommt es möglicherweise zur Eruption. Mhm. Also wenn eine solche Wortwahl kommt, ja, nützt es überhaupt nichts mehr, wenn sich dann Bauernverbandsvertreter in den Ländern hinterher distanzieren von übergriffigen Aktionen mit Treckern, sondern dann hat man vorher die Saat für diese Aktion gelegt. Und das ist nicht in Ordnung. Vor dem Hintergrund stelle ich, ich liebe es ja durchaus auch, provokante Forderungen zu stellen. Und in diesem Zusammenhang, denke ich, müssen wir wirklich darüber nachdenken, ob es angemessen ist, dass Proteste und Demonstrationen mit landwirtschaftlichen Maschinen durchgeführt werden, die ja ein Bedrohungspotenzial darstellen. Ja, wenn da so ein 300 PS Schlepper da ist und dann haben sie die Möglichkeit, mit einer Minderheit eine Masse auf die Straße zu bringen, das kann natürlich keine andere Organisation. Ja, ich habe schon mit meinem Bauernverband-Chef in Schleswig-Holstein, mit dem ich mich persönlich sonst gut verstehe, darüber gesprochen, da er hätte schon Anfragen bekommen von anderen, ob sie nicht die Trecker leihen könnten für die Demos. Also da muss man doch wirklich überlegen, wenn berechtigt die Interessen da sind. Und gerade, muss man sich mal vorstellen, die demonstrieren gegen die Streichung von Biodiesel und verballern ohne Ende, nicht Biodiesel, pardon, Agrardiesel und verbrauchen massivst Agrardiesel auf dem Weg nach Berlin und zurück, wenn die halbe Republik mit Treckern unterwegs ist. Das ist ja schon fast skurril. Ja? Und da bitte ich, würde ich sagen, das sollte man politisch mal diskutieren, ob das nicht eine Maßgabe ist, dass solche Fahrzeuge für Demonstrationen grundsätzlich nicht eingesetzt werden. Ich wollte jetzt mal zurück zum Bauernverband. Du meinst ja gerade, also, siehst du jetzt, das beißt sich vielleicht teilweise gar nicht. Ich würde schon sagen, das beißt sich, wie der Bauernverband agiert. Ich meine, es gibt hier vom IAW, Institut Arbeit und Wirtschaft, kennst du wahrscheinlich auch noch von 2019, also von der Arbeitnehmerkammer Bremen, die haben aufgezeigt, die Verflechtungen und die Interessen des Deutschen Bauernverbandes, ja. Die sind politisch ganz klar der CDU und der CSU nahe, in der Finanzwirtschaft, in der Agrochemie, in der Agrar- und Ernährungswirtschaft sind sie miteinander verbandelt. Im Prinzip sagt diese Studie ja, der Bauernverband, Herr Ruckwied, das sind die Handlanger der Supermärkte und der Industrie und nicht eben der Bauern. Die sitzen hier gleich ein paar hundert Meter weiter im gleichen Haus wie zwei Verbände der Lebensmittelindustrie. Herr Ruckwied selbst sitzt in vielen Aufsichtsräten. Ne? BayWa ist einer, so ein Konzern, der Pestizide und Dünger herstellt. Er sitzt bei Südzucker und so weiter und so fort. Und das ist doch das große Problem. Wenn er einerseits der Interessenvertreter der Bauern ist, ein Bauer, ein Landwirt möchte hohe Preise, der möchte teuer verkaufen, damit er da eine Menge Geld verdient. Die Industrie, mit dem er im selben Boot sitzt, die möchten natürlich billige Rohstoffe. Die möchten billig einkaufen. Und ich würde schon sagen, das beißt sich. Also ich kann ja auch nicht in der Bundespressekonferenz sitzen als Journalist und die Bundesregierung befragen und nebenbei noch im PR-Team von Herrn Hebestreit noch PR für die Bundesregierung machen. Das beißt sich, das geht nicht. Und das macht da der Bauernverband. Naja, aber wenn ein Herr Ruckwied und die Spitze des Bauernverbandes in einem demokratischen Prozess von den Mitgliedern immer wieder bestätigt wird, ja, dann ist das so. Ja, das ist dann so, aber trotzdem können wir doch jetzt die Realität beschreiben, dass das absurd ist. Ja, was heißt absurd? Ich meine, die kämpfen ja offenbar, und das war ja auch wieder beim Thema Agrardieselbrille, den Kfz-Steuer, die kämpfen für geringe Kosten. Für die Industrie, für die Lebensmittelindustrie, für die Supermärkte, oder? Ja, aber sie kämpfen. Das ist dein Problem. Die kämpfen nicht dafür, dass die Bauern ihre Produktion teuer verkaufen können. Weil da hätte ja die Industrie und die Supermärkte was dagegen. Naja, denen sie aber in einem Boot sitzen. Also so einfach ist es ja nur auch wieder nicht. Man kann natürlich durchaus argumentieren und der Argumentationslinie würde ich auch folgen. Es ist immer gut, auch bei den Partnern, den Wirtschaftspartnern des Sektors entsprechend mitzureden. Also wird ja auch ein Schuh draus. Sind das Partner oder sind das eigentlich Gegner? Also quasi, ja, gibt ja Gewerkschaften, die auch erkämpfen. Ja, gut, aber auch die letzten sind Gewerkschaften und Arbeitgeber auch Partner, ja, die Tarifpartner.
So heißen sie ja nun mal. Sind ja keine Gegner. Also das würde ja, doch, ich. Na klar. Natürlich haben sie unterschiedliche Interessen, logisch. Aber dennoch muss man dort Kompromisse finden und das wird ja auch. Läuft ja auch so. Aber nochmal, lass mal ein bisschen genauer reingucken. Wie ist denn das, wird ja auch mal gesagt, die armen Bauern. Und die haben ja überhaupt gar keine Chance gegenüber den großen. Nee, ich wollte jetzt über den Bauernverband reden. Ja, aber ja, auch Bauernverband. Aber Der zum Beispiel das Forum Moderne Landwirtschaft, ja, da ist Rufi auch dabei, da ist er Präsident, ist so ein gemeinsames PR-Ding, ja. Wo Bayer drin sitzt, Südzucker, ja. BASF und ja, so weiter. Natürlich. Die machen gemeinsame Sachen. Ja, kennt jeder, weiß man. Und wenn die Bauern trotzdem dieses System. Die Bauern sind die armen Schweine. Nein, die sind natürlich nicht die armen Schweine. Das ist ja Unsinn. Also, nehmen wir mal, wie ist denn das in der Milch? Ja? Da sagt, heißt es auch, ja, wir haben überhaupt gar keine Chance gegenüber den großen Rewes dieser Welt und so weiter. Zweitgrößte Milchindustrieunternehmen in Deutschland ist die Deutsche Milchkontor. Umsatz 5,x Milliarden Euro. Genossenschaftlich organisiert. Das gehört den Bauern. Also, so what? Ich kann mich gut entsinnen, bei der letzten Milchpreiskrise, da war Werner Schwarz, der jetzt Landwirtschaftsminister ist in Schleswig-Holstein, hat dann vor dem Hauptgebäude des Landes, da war er eben noch Vorsitzender des Schleswig-Holsteinischen Bauernverbandes, hat dann die wütenden Bauern empfangen und hat gesagt, geht doch hin zu eurer Milchfirma, die gehört euch, DMK, ihr zeichnet dort mit, ihr seid Genossen. Also so what? Wenn ich der zweitgrößte Produzent von Milch bin, kann die Firma, kann die Firma den Milchpreis bestimmen? Na, auf jeden Fall haben sie eine nicht unerhebliche Marktmacht. Die kann man doch nicht in Abrede stellen, wenn ich der zweitgrößte bin. Warum machen sie das denn nicht? Ich meine, wenn ich jetzt Milchkühe hätte und Milch produziere, da kann ich, derjenige, der das produziert, nicht sagen, wie viel ich dafür haben will. Na, natürlich nicht. Weil, natürlich nicht? Warum? Natürlich können sie das machen und können sich an die Straße stellen, ich möchte das dafür haben, aber das ist ja natürlich die Lebenswirklichkeit, die wir auch bei allen anderen Produkten so nicht haben. Man kann das probieren und wenn der Markt das hergibt, ist das in Ordnung. Und wenn er es nicht hergibt, dann muss man sich gemeinsam Akteure suchen, die für die gemeinsame Sache streiten. Und das macht man zum Beispiel in Genossenschaften. Und wenn ich damit der zweitgrößte Player in Deutschland bin, dann bin ich nicht arm und dem Anteil und aber selbst großen ausgeliefert. Selbst dieser Zusammenschluss der Milchbauern sagt ja, die entscheiden ja nicht zusammen, wie der Preis ist. Wer entscheidet über den Milchpreis pro Liter? Der Milchpreis wird wie viele andere am Weltmarkt gebildet. Ja, die Weltmarktpreise, die schlagen. Der deutsche Milchbauer konkurriert mit dem ghanaischen oder argentinischen. Naja, mit dem ghanaischen nicht und mit dem argentinischen nicht, weil da kaum Milch produziert wird. Sondern der Benchmark für die Milchpreise ist Australien und Neuseeland. Das sind diejenigen Länder, die zu günstigsten Konditionen Milch produzieren können, weil sie die. Warum vergleichen wir die Milch aus Australien, wie die da produziert wird, wie teuer die ist mit der deutschen Milch? Ja, weil wir den Toyota auch mit dem VW vergleichen. Und wenn das Ganze in vernünftigen ökologischen Standards gemacht wird. Ja, und aber ein Toyota muss ich nicht haben. Milch ist doch schon eher was Grundversorgungsmäßiges. Ja, du hast gerade gesagt, die Milch brauchst du auch nicht, wenn wir pflanzliche Nahrungsmittel haben wollen. Also was denn nun? Ja, aber ich würd schon eher sagen, dass Milch dann doch wichtiger ist, als ein Toyota kaufen. Ne? Ja, also nochmal. Wir sind, da kommt wieder die grundsätzliche Einstellung zum Tragen, müssen wir alles lokal bei uns machen oder betrachten wir die Welt als ein globales Dorf? Du bist doch für die Marktwirtschaft und Landwirtschaft, ja, Marktwirtschaft. Dann würde ich sagen, derjenige, der auf dem Markt hingeht, seine Produkte mitbringt, entscheidet am Ende selber, guck mal, ich habe ein Handy heute, ich verkaufe ein Handy, ich entscheide, wie teuer das Handy ist. Ich habe heute ein Glas Wasser produziert, ich entscheide, wie viel das kostet. Und wenn die Marktteilnehmer, also quasi die Kunden das annehmen, dann ist das so. Warum soll jemand Fremdes, der die Milch gar nicht produziert, entscheiden, wie viel ich für meine Milch bekomme? Obwohl ich vielleicht seit 20 Jahren meine Kosten steigen und so weiter, aber ich kann nicht sagen, wie viel ich für meine Milch bekomme. Ja, wenn aber meine Kosten steigen, dann muss ich mir überlegen, kann ich die Kosten senken? Was auch immer. Also, warum nicht den Preis erhöhen? Wenn die Kosten steigen, naja, erhöhe ich den Preis. Ja, warum soll ich denn mehr bezahlen, wenn dieses Produkt ökologisch. Weil sie mehr kostet.
Nein, wenn es ökologisch und sozial woanders auf der Welt gut produziert werden kann, wir bauen ja bei uns auch keine Bananen. Wir können auch sagen, wir bauen Bananen bei uns im Gewächshaus, dann haben wir es bei uns und sind unabhängig vom Weltmarkt. Wir haben ja nun mal entsprechende Rahmenbedingungen und dann biologisch-physikalische Bedingungen. Ja, aber Bananen können nur an bestimmten Orten in der Welt wachsen. Milch können wir offenbar überall produzieren. Nein, können wir auch nicht überall produzieren. Ja, aber also, viel mehr. Ja, Milch ist ein Produkt, was primär in temperierten Klimaten funktioniert. Das heißt, im tropischen, subtropischen Bereich in Brasilien wird das schwierig, Milch zu produzieren in Bezug auf Tierwohl, Tiergesundheit und so weiter. Fleisch extensiv funktioniert, aber Milch ist schwierig. Das geht dann im Süden Uruguays wieder los. Mhm. Und in Argentinien haben sie eben auch alles umgebrochen. Ja, die Pampa ist umgebrochen worden für Getreideproduktion. Man könnte sogar sagen, ja, die haben ja das gemacht, was wir eigentlich wollen im Sinne der Ernährung, dass er nämlich Getreide für die Sicherung der Welternährung bereitstellen. Und die Tatsache, dass die Preise jenseits des Schocks mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine eben sonst nicht weiter gestiegen sind, hängt ja genau damit zusammen, dass weltweit im großen Stil Flächen umgewandelt worden sind von Grasland in Ackerland. Das ist in Südamerika im großen Stil passiert. Mit der Cerrado Brasilien habe ich erzählt, mit der Pampa und. Das zieht sich jetzt gerade, dieser globale Landnutzungswandel von Grasland zu Ackerland, der kommt jetzt in Subsahara-Afrika an und macht dort die Savanne, in Anführungsstrichen, fast gesagt, platt. Und eben das sind eben Entwicklungen, die auch kritisch sind. Ich habe es am Beispiel Brasilien und Fleischerzeugung genannt. Das ist nicht so einfach. Wir machen alles hier und gucken uns die Welt nicht an. Nochmal, gerade in Bezug auf Brasilien, man kann ja so argumentieren, wie du das hier machst, aber wenn ich mir die geostrategische Situation anspreche, nochmal, und wir wollen nicht, dass Südamerika sich China zuwendet, dann wird man den Südamerikanern auch die deutschen Märkte im Bereich auf Fleisch in größerem Maße anbieten müssen. Und da die das, und wenn sie das, normal, klar, mit entsprechenden Standards können, und das können sie, dann spricht nichts dagegen, dass wir hier wesentlich mehr Getreide anbauen und hier dann in die Welt exportieren, damit wir genügend Kalorien und Eiweiß auf den Weltmärkten an Getreide haben. Also, das ist Arbeitsteilung, die wir national und international ansonsten durchweg betreiben. Und das ist das Erfolgsmodell auch dieses Wirtschaftssystems. Es muss eben nur entsprechend eingehegt werden. Und da sind wir doch an dem Punkt. Wenn jetzt in diesem Fall dann eine deutliche politische Präferenz in Bezug auf Erhaltung des Status quo da ist, dann muss das in wesentlich stärkerem Maße als bisher immer wieder kritisiert und angesprochen werden. Aber dass das nicht in Übereinstimmung mit den Notwendigkeiten zur Sicherung der Welternährung steht. Du bist nicht ein Vertreter des Status quo. Weil ich alles, was wir ein bisschen besprochen haben, grundsätzlich unterstützt du dieses ganze System. Eine massive, konsequente Weiterentwicklung, transparente Weiterentwicklung einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft. Ja, das ist das, was ich für das Zukunftsmodell für nicht nur Europa, sondern auch für viele andere Teile der Welt sehe. Und das setzt voraus, dass der Staat eine starke Position hat und den Wirtschaftsakteuren eben auch von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in aller Deutlichkeit gesagt wird, Leute, so geht es nicht weiter. Und das ist das, was ich schon auch sagen möchte, dass ich mich über viele Kolleginnen und Kollegen wundere, wie still sie sind. Und dass, wenn solche Forderungen kommen, keine Fleischsteuer, dann müsste eigentlich jeden Tag einer aufstehen und sagen, was ist das für ein Unsinn? Wir haben längst eine Subventionierung eines zusätzlichen Fleischkonsums. Das passt nicht mehr in die Zeit. Punkt. Stattdessen machen wir nur noch platte Geschichten. Wir lassen uns unser Schnitzel nicht wegnehmen und so einen Unsinn. Das will keiner wegnehmen, aber es soll eben über das Signalpreis dann die wahren Kosten auch deutlich machen. Das ist der Punkt. Du hast ja vorhin jetzt nicht widersprochen, dass quasi die Lebensmittelindustrie, die Chemieindustrie und weitere Industriebereiche sowie
die Supermärkte und so weiter, die wollen billig einkaufen, ne, weil sie billig verkaufen wollen. Das sind deren Interessen. Dass der Bauverband dann in einem Boot sitzt, haben wir jetzt auch schon besprochen. Welche Rolle spielen denn die Supermärkte? Rewe, Aldi, also die besten Big Five? Ja, die sind die Big Five, machen Edeka, machen, soweit ich weiß, also das ist jetzt nicht unbedingt mein Fachgebiet, aber die machen 85%, glaube ich, des gesamten Marktes aus. Ja, natürlich haben die eine Marktmacht. Aber wie gesagt, DMK hat auch eine Marktmacht. Und es geht darum, dass wir auch diese Akteure, worum wird auch ein Schuh draus, das erlebe ich jedenfalls in entsprechende Diskussionen. Ich bin jetzt seit 4 oder 5 Monaten, bin ich im Kuratorium der Tönnies-Forschung. Ich bin angesprochen worden von Tönnies, ne? Der Nummer 1 Fleischproduzent in Deutschland. Die haben mich angesprochen. Taube, wir möchten gerne, dass Sie bei uns bei Tönnies-Forschung im Kuratorium mitmachen. Und hast du natürlich gesagt, sowas mache ich nicht. Bei Tönnies. Nein, dann, warum soll ich das sagen? Ich habe die erstmal gefragt. Weil es Tönnies ist. Ja, ich habe die erstmal gefragt, Moment, was ist euer Angehen, euer Hintergrund, dass ihr gerade mich fragt. So, und die Antwort war, wir vernehmen Ihre Position in der Wissenschaft, weniger Fleischkonsum und so weiter, wie es gehen müsste, Milch nur noch vom Grünland und. Und das sind für uns interessante und spannende Aspekte, die wir als ein Teil unserer Unternehmensstrategie sehen. Und dieses Know-how möchten wir einkaufen im Sinne der Debatte, wie wir in Zukunft Milch- und Fleischerzeugung in Deutschland organisieren. Und natürlich gehe ich dahin. Wenn ich da eingeladen werde, als unabhängiger Wissenschaftler mich einzubringen und auf öffentlicher Bühne in der Art und Weise, wie wir es hier tun, zu streiten, transparent, warum soll ich das nicht tun? Kriegst du dafür Geld? Bitte? Kriegst du dafür Geld, dass du natürlich bei Tönnies bist? Eine Aufwandsentschädigung. Ja, eine Aufwandsentschädigung. In diesem Fall ist eine Aufwandsentschädigung von, kann ich genau sagen, das sind die Reisekosten und ein Tagessatz, der in einem Bereich ist, für den andere nicht losfahren würden. Könnt ihr öffentlich über eure, also über eure Forschung da bei Tönnies dann auch reden und Rechenschaft ablegen? Warum nicht? Also ich bin Wissenschaftler und das habe ich auch von Anfang an gesagt, das stand überhaupt nicht zur Debatte. Ja. Ich sagte, da wird jetzt nichts Geheimes besprochen, sonst irgendwas, sondern ich bringe meine Position, die, wie ich meine, wissenschaftlich gut begründet sind, sonst würde ich sie nicht vortragen, die bringe ich hier in Debatte ein. Es hatte überhaupt gar keinen Zweck zu sagen, dass ich jemanden hier verteufle, sondern wenn ich da jemanden einen Marktteilnehmer habe, der erheblichen Einfluss hat, dann kann ich versuchen, ihn zu bekämpfen und sagen, das ist ein Böser, oder ich kann versuchen, Einfluss zu nehmen, dass das, was wir hier als Notwendigkeit beschrieben haben, dass das wesentlich schneller kommt, als es bisher der Fall ist. Aber ist so ein Unternehmen wie Tönnies nicht gerade eines der Unternehmen, das es vielleicht in Zukunft nicht mehr geben soll? Ne? Wir waren ja vorhin schon bei der Massentierhaltung indirekt und die Unternehmensstrategie, wie du es gerade gesagt hast, die ist ja bei Tönnies das massenhafte Töten von Tieren. Ja, also erstmal ist es so, im Augenblick ist das so. Wenn man sich aber... wollen die ändern oder was? Wollen jetzt irgendwie Pflanzen anbauen? Wenn man sich anguckt, ich kann das jetzt im Detail für Tönnies nicht wiedergeben, aber ich weiß das von anderen Unternehmen, die sich massiv in den Bereich der pflanzlichen Produkte mit einkaufen. Weil sie ganz genau wissen, dass sie in Zukunft ihr Geschäftsmodell breiter aufstellen müssen. Das ist unstrittig. Aber solange das noch nicht ist, bist du jetzt so indirekt so ein bisschen Teil davon. Von einem Unternehmen, das massenhaft Tiere tötet. Das auch gerade jetzt in Bezug auf Betäubung von Schweinen mittels CO2 riesengroß in der Kritik steht. Ne? Ich bin Mitglied in dem Kuratorium der Tönnies Forschung. Und dort wird diskutiert, wie die Zukunft der Tierhaltung in Deutschland aussehen könnte oder sollte. Und da bringe ich meine Position ein. Aber die halten ja selber keine Tiere. Die töten doch nur. Ja, natürlich. Im Augenblick ist das so. Was interessiert dich denn Tierhaltung? Natürlich interessiert die Tierhaltung. Denen ist doch vollkommen klar, anders als weiten Teilen des Bauernverbandes, dass sie die gesellschaftliche Akzeptanz verlieren, wenn sie so weitermachen wie bisher. Das heißt, die werden sich anpassen müssen.
Und das beginnt natürlich mit entsprechenden Maßnahmen auf den Schlachthöfen im Sinne einer Verbesserung der Situation dort, um es mal ganz grob zu formulieren. Das ist aber jetzt nicht mein Fachgebiet, sondern mein Fachgebiet ist, wie ich es beschrieben habe, dass man in Zukunft dafür Sorge trägt, dass man Fleischerzeugung, eben auch Fleisch aus der Kombihaltung mit Milcherzeugung, das ist ja im Augenblick schwierig, Bullenkälber entsprechend im Fleischmarkt unterzubringen, weil wir häufig einen Nutzungsrinder haben. Das heißt, dass ich diesen Aspekt mit auf den Weg bringe, dass die Fleischerzeugung von Grünland dann auch tatsächlich kommen sollte und nicht im Wesentlichen auf Basis von Mais und Konzentratfutter erfolgt. Wie findest du das, dass die Schweine mit CO2 betäuben und die Schweine dann 15 bis 20 Sekunden lang das Gefühl haben zu ersticken und große Schmerzen verursacht? Also ja. Tönnies sagte selbst, ist also Zitat, dass diese Methode die aktuell beste und tierschutzfreundlichste zugelassene Betäubungsmethode ist. Wir haben in allen Bereichen eine Entwicklung, wo wir Handlungsstränge, die wir vor 10, 15 Jahren als gute fachliche Praxis erkannt haben, heute nicht mehr so sehen. Aber das machen Sie immer noch so. Ja, natürlich gibt es und das wird offengelegt und ich bin absolut sicher, dass sich das dann auch entsprechend ändern wird. Ich meine, das ist doch das Prinzip unseres gesamten Systems, dass wir in dem Augenblick, wo Missstände da sind, im Idealfall durch die unabhängige Wissenschaft, diese anprangern, vortragen und wenn, das kann ich auch noch sagen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich dort nichts bewirken kann, ich habe nur gerade erst angefangen, dann werde ich natürlich auch die Konsequenzen ziehen. Das ist ja logisch. Ich hoffe, dass du bessere Arbeitsbedingungen dort hast als die meisten dort. Wie würdest du die Arbeitsbedingungen für die allermeisten Menschen, die bei Tönnies arbeiten, beschreiben? Ich bin bei Tönnies noch nicht in einem Werk gewesen. Ich kann das nicht beurteilen. Das ist so. Dass die Subunternehmen oder Subunternehmer beauftragen und dann aus Südosteuropa die Menschen hinbringen. Also wird ja so ein bisschen als moderne Sklaverei beschrieben. Sat.1 hat er 2021 nochmal über die Arbeitsbedingungen einen Doku gemacht, als miserabel bezeichnet, dass sie Mietwucher machen. Es gibt sogar Prostitution auf dem Firmengelände. Ich habe mich so ein bisschen gewundert, warum du ausgerechnet bei Tönnies mitmachst. Ja, ist auch einer der klimaschädlichsten Konzerne der Fleisch- und Milchindustrie. Ja, das würde ich jetzt noch nicht so unterschreiben. Das Ranking von wem? Institute for Agriculture and Trade Policy. Ich gucke mir das an. Ja, ja. Aber nochmal, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Laut Korrektiv produzierte Tönnies 2021 zusammen mit dem größten deutschen Unternehmen der Milchindustrie, Deutsches Milchkontor, 2,6% der gesamten Emissionen in Deutschland. Naja. Einer der größten Übeltäter. Ach Quatsch. Also 2,6% der gesamten Emissionen, wenn du das für einen Autobauer bringst, dann sieht das auch entsprechend aus, wenn ich viele Autos produziere. Und die produzieren sehr viel Fleisch. Also so ist das keine Basis für eine gute Debatte. Das sehe ich nicht so. Ich habe leider einen Argumentationsstrang, der war mir jetzt leider weggerutscht, den ich noch zu Ende führen wollte, aber kommt vielleicht gleich wieder. Bei BASF bist du auch, ne? Habe ich auch bei gesehen. BASF bin ich auch, genau. Da bin ich in einem gerade gegründeten... Im Nature Advisory Council. Genau, so, das ist genau das Gleiche. Da bin ich angesprochen worden. Das gucke ich mir an. Wir hatten bisher eine Online-Sitzung. Es wird dazu dann auch entsprechende Sitzungen vor Ort geben. Und dann gucke ich mir das, so habe ich mir das für mich fixiert, für beide Institutionen. Das gucke ich mir ein Jahr lang an. Und dann werde ich ein Zwischenfazit ziehen und dann entscheiden, ob ich da weitermache oder nicht. Aber zunächst einmal ist es doch, ich bin der Bad Boy beim Bauernverband, beim Deutschen Bauernverband, weil ich diese Dinge hier immer wieder anspreche, ja. Auch anspreche, dass ich überhaupt gar keinen, nochmal, möchte ich auch nochmal, bevor das hier wegrutscht, nochmal hinterlegen. Das war nämlich der Punkt, Bauernverband. Jetzt haben wir ja, das haben wir noch gar nicht thematisiert. Okay, ich mache erstmal BASF zu Ende, damit nicht unterstellt wird, ich würde dem ausweichen. Nee, weil du gerade meinst, du bist aus Sicht des Bauernverbandes der Bad Boy, setzt dich dann aber den Bad Boys... Nein, ich werde von BASF angesprochen. Da kannst du auch sagen, nein, also euch bestimmt nicht. Ihr macht mit dem Bauernverband gemeinsame Sache. Warum soll ich das tun? Ich gucke mir erstmal an, was BASF ist eine der klimaschädlichsten Konzerne der Menschheitsgeschichte. Sie machen die Böden kaputt.
Also, dann macht jeder von uns macht auch irgendwas kaputt, ja, mit unserem Verhalten. Wir leben, du wie ich, leben in dieser Umwelt und wir akzeptieren das so. Und wenn ich als Bad Boy vom Bauernverband jetzt vom BASF angesprochen werde und nicht diejenigen, die BASF nahestehen, ja, dann sehe ich das erstmal als ein positives Signal und ich werde sehen, was ich da bewegen kann. Und wenn ich nichts bewegen kann, dann werde ich auch meine Konsequenzen ziehen, das ist doch klar. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das ist meine Erfahrung in meinem bisherigen Leben, dass es sich immer gelohnt hat, mit Leuten zu reden. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht von vornherein zu sagen, nein, mache ich nicht, sondern erst mal reden. Und wenn man dann sieht, es geht nicht weiter, dann kann man immer noch die Konsequenzen ziehen. Vielleicht machen sie so eine Art Taube-Washing. Das werden sie nicht schaffen. Guck mal, der Taube sitzt bei uns. Kann ja alles gar nicht so schlimm sein, was wir hier machen. Der sitzt bei uns im Nature Advisory Council. Ja. Gleichzeitig ist BASF hier so eine Firma, die Pestizide, die in der EU noch nicht mal mehr zugelassen sind, weltweit exportiert, die Böden kaputt machen. Ist derselbe Konzern, der Ewigkeitschemikalien produziert, die überall bei uns in den Kindern, in der Antarktis, im Regenwald, in der Muttermilch, im Blut wiedergefunden werden, die dafür lobbyieren in Europa, damit das alles noch so bleibt. Wir sprechen, lassen das so machen, lad mich in einem Jahr wieder ein und dann sprechen wir darüber, was der Zwischenstand ist. Ich habe mich nur gewundert, als ich das gelesen habe, dass du da drin bist. Na, natürlich bin ich da drin. Da ist die ehemalige Umweltministerin von Brasilien, aus der letzten Lula-Regierung, die Umweltministerin ist drin. Pörtner ist drin, Alfred Wegener Institut Klimaforschung. Also alles hochdekorierte Top-Leute. Und wir haben alle gesagt bei dem ersten Meeting, wir gucken uns das hier an, welchen Verlauf diese Debatte hier mit BASF nimmt. Und wenn sich herausstellt nach einem Jahr, es wird ein reines Feigenblatt, dann werden wir mit Sicherheit die Konsequenzen ziehen. Aber solange man die Chance hat, einen Prozess hin zu mehr Nachhaltigkeit in unserem bestehenden System positiv zu begleiten, werde ich das tun. Kriegst du auch wieder Geld für? Genauso wie ich gerade gesagt hatte, natürlich kriege ich auch dafür Geld. Okay. Oder arbeitest du umsonst? Keine Ahnung, also vielleicht muss ich mich von den Bad Boys halt nicht bezahlen lassen oder so weiter. Ja, also wir haben im Bereich der Entwicklung auch von Pflanzenschutzmitteln, das kann man ja nun nicht negieren, auch da ist sehr viel passiert. Ja, in Bezug auf die Prüfung von Pflanzenschutzmitteln ist alles noch nicht Gold, das ist mir auch klar. Aber natürlich haben wir auch in diesem Bereich massive Entwicklungen, Anpassungen an die gesellschaftlichen Forderungen. Das kann man ja nicht komplett negieren. Ja, aber wir reden seit Jahren und Jahrzehnten darüber, dass wir die Pestizide massiv verringern müssen. Wer verdient an den Pestiziden? Konzerne wie BASF. Ja, Bauern verdienen auch daran, wenn sie entsprechend Pestizide einsetzen und mehr Ertrag für ihr Getreide bekommen. Also von daher ist das nicht nur einer. Ja, aber die Umwelt verliert. Wie bitte? Die Umwelt verliert, ne? Durch Lachgasentstehung. Oder ja, bei den Pestiziden, also mit dem Lachgas, jetzt hat das nichts miteinander zu tun, ne? Dünger, Pestizide. Ja, Dünger brauchen wir aber auch, um letzten Endes die Menschheit satt zu machen. Ja. Wir können meinetwegen auch die Debatte führen, dass wir die ganze Welt nach Ökostandards, nach Ökolandbaustandards ernähren könnten. Nein. Ne? Aber ich meine, wie gesagt, also BASF sitzt in einem Boot mit dem Bauernverband, den du halt immer wieder kritisierst, meiner Meinung nach zu Recht. Und jetzt ja, aber ich rede mit denen doch auch. Ich meine, das ist doch, wäre doch furchtbar, wenn wir jetzt in Gräben sitzen und nicht mal miteinander reden. Also, das ist für mich keine Basis. Ich will doch versuchen, den Gegenüber, egal wer es ist, wenn ich eine Chance sehe, diesen Gegenüber zu überzeugen. Und wie gesagt, die hätten mich nicht ansprechen müssen. Es gibt genügend Leute, die wesentlich industrienäher sind und die nicht die kritische Haltung haben, die ich vorbringe. Aber ich habe eben auch gerade in Bezug auf BASF habe ich eine Vorstellung jetzt auch in die Debatte eingebracht. Deshalb haben die mich angesprochen. Die heißt Hybridlandwirtschaft. Mhm. Das bedeutet, dass wir im Prinzip so etwas konstruieren, dritte Wege konstruieren zwischen den aktuellen konventionellen Intensitäten und dem Ökolandbau, um diese Ökologisierung der Landwirtschaft
effizienter und schneller zu gestalten. Mhm. Und den Vorschlag, den wir da unterbreitet haben, ist, gebt Landwirten Geld dafür, dass sie die Hälfte der Fruchtfolge nach Ökostandard, nach Ökolandbaustandard bewirtschaften, ohne Mineraldünger und ohne chemische Pflanzenschutzmittel. Meinst du nicht, dass das inhärente Interesse von einem Konzern wie BASF ist, eben nicht, was, wofür ihr jetzt da seid, die Nature Advisory Council, sondern inhärentes Interesse ist, die Natur zu zerstören? Natürlich ist nicht ihr generelles, primäres Interesse, die Natur zu zerstören. Aber das ist eine böswillige Unterstellung. Dadurch, also das, was sie produzieren, führt zur Zerstörung der Umwelt und der Böden. Ihr erstes Interesse ist, Money, Geld zu verdienen. Ja nun, das ist nun mal so. Mit schlechten Produkten. Das unterschreibe ich nicht. Also mit schlechten Produkten, die haben in der Vergangenheit... Man braucht nur Pestizide, Ewigkeitschemikalien, Google und BASF. Ja, nochmal, auch da, das können wir alles nicht gut finden. Ich habe selber studiert in den 1970er Jahren und da wurden uns diese Pflanzenschutzmittel seinerzeit als vergleichsweise unproblematisch dargestellt, bis man dann eben einige wenige Jahre später gefunden hat, dass es eben nicht der Fall ist. Ja. So, nun kann man natürlich, und das wird ja auch getan, brandmarken, dass diese Mittel woanders auf der Welt immer noch eingesetzt werden. Ja, da muss das der öffentliche Druck auch aufrechterhalten werden, das ist klar. Aber wenn ich für mich abwäge, dann sage ich, wie in allen Bereichen, alles bis auf AfD, würde ich immer sagen, jawohl, wenn ihr mich einladet, gucke ich mir das an. Und werde dann nach einem Jahr entsprechend entscheiden, wie ich damit umgehe. Aber wenn ich die Chance habe, was zu verändern, dann tue ich das. Hast du bisher nur für die CDU mal Koalitionsverhandlungen geführt? Ja, ich bin aber parteilos. Ja. Und ich bin damals von dem... Hätte sagen können, dass die Grünen, die Linken, SPD auch mal fragen. War jetzt nur bei CDU in Schleswig-Holstein? Ja, damals hat mich die CDU gefragt. Wenn mich die SPD gefragt hätte und die SPD hätte die Mehrheit gehabt, hätte ich das auch getan. Sagst du allem ja? Nein, solange es demokratische Parteien sind, ja. Und wir sind doch heute zum Glück über den Punkt hinweg, dass wir sagen, es sind nur Grabenkämpfer, das sind die Grünen, die reden nicht mit denen und die reden nicht mit denen, die reden nicht mit denen. Ich bin Wissenschaftler und ich versuche, das, was ich an Erkenntnis habe und weiß, so effizient wie möglich in den politischen Prozess einzubringen. Ich habe mich nur gewundert, weil CDU jetzt ja quasi wieder Seite an Seite mit dem Bauernverband steht. Dem du ja angeblich... Also ich habe damals... Kritisch gegenüber. Ja, natürlich stehe ich dem kritisch gegenüber, aber ich rede mit denen. Mhm. Ich habe damals in den Koalitionsverhandlungen, die ich auf Wunsch von Daniel Günther für die CDU geführt habe, habe ich am ersten Abend, nach der ersten Sitzung, gesagt, der von der CDU fliegt raus. Ja. Entweder der geht oder ich bin raus. Hast du gewonnen? Ja, natürlich. Und zwar einfach deshalb, weil er nichts drauf hatte. Wenn jemand wie dieser Herr damals seit 8 Jahren im Landtag sitzt und die rechtlichen Rahmen nicht kennt und ich will mit den Leuten beste Lösungen erarbeiten und diejenigen, die mir als Adjutanten zur Seite gestellt werden, kennen die Gesetzeslagen nicht, die sie kennen sollten, dafür kriegen sie viel Geld, dann sind die raus. Und stattdessen habe ich mir den jetzigen Vorsitzenden des Bauernverbandes, damaligen Stellvertreter, Klaus-Peter Lucht, aus dem Bauernverband da reingeholt. Mhm. Weil ich wollte, dass der Bauernverband diese Transformation mitträgt. Das steht damals im Koalitionsvertrag drin. Wir haben damals im Koalitionsvertrag für Schleswig-Holstein, Jamaika um jeden Satz gerungen und hatten ein gutes Ergebnis. Im Übrigen war da die FDP auch schon auffallend dadurch, dass sie keine Kompetenz hatte im Bereich Landwirtschaft. Wir haben 2 Wochen Koalitionsverhandlungen geführt und von der FDP waren in 2 Wochen Koalitionsverhandlungen ernstzunehmende Wortbeiträge, die keine 5 Minuten ausgemacht haben. Das nur ganz am Rande. Von daher bin ich da in Bezug auf die FDP schon etwas vorjustiert. So, und leider hat man jetzt vielleicht müssen die dich mal fragen. Weil die brauchen ja offenbar tatsächlich Hilfe. Meine Telefonnummer ist allen bekannt. Aber wenn sie natürlich wenn sie überhaupt nicht wollen, dass sie sich auf diesen Weg begeben, ja, und Daniel Günther wollte sich ja auf den Weg begeben. Deiner Zeit. Der wollte, dass Jamaika funktioniert. Und damals hieß es, Agrar und Umwelt ist der größte Brocken. Das haben wir vergleichsweise geräuschlos hingebaut. Und alle waren zufrieden.
Aber Habeck war zufrieden, der war ja mein direkter Counterpart. Stimmt. Wir waren im Prinzip 80% der Wortbeiträge waren Habeck und ich. Und hast du denn was jetzt damit zu tun, dass die CDU in Schleswig-Holstein den Nationalpark Ostsee verhindern will? Ja, ich habe es an der Kurze geliefert. Hast du damit was zu tun? Ich meine, wir sind jetzt im Jahr 2024, aber die CDU in Schleswig-Holstein, Günthers Partei, will den Nationalpark Ostsee verhindern. Hast du damit auch was zu tun? Nur indirekt, ich habe das kommentiert. Und zwar vor dem Hintergrund, dass wir ja 2017 auch mit der dann auch durch meine Person doch nachhaltig beeinflussten Position der CDU in den Koalitionsverhandlungen in der damaligen Umweltpolitik, dass wir damals wesentlich weiter waren. Mhm. Und das damals war. Ihr wart damals weiter als heute? Ja. Oh Gott. Ja, natürlich. Weil damals wollte man das Rot. Dass Jamaika funktioniert und deshalb war man zu Kompromissen bereit. Ich habe damals aufgeschrieben, was ich als Bedingung setze, damit ich die Koalitionsverhandlungen führe, was überhaupt kommen muss, sicher kommen muss. Mhm. Und das ist alles gekommen. So, und jetzt ist es eine Situation, dass die CDU in Schleswig-Holstein 42% hat. Ja, FDP ist raus und jetzt haben wir Schwarz-Grün, aber die CDU sagt bei jeder Debatte, die losgeht, 42%. So, und dann ist es natürlich ungünstig. Und wenn sie dann noch den ehemaligen Chef des Bauernverbandes zum Landwirtschaftsminister machen, bei einem Ministerium, was vorher gemeinsam Agrar und Umwelt gemacht hat und sehr gut funktioniert hat, dass sich dann der Bauernverband natürlich stark fühlt und glaubt, seine Interessen durchdrücken zu können, das ist das politische Geschäft. Was hat denn der Bauernverband gegen einen Nationalpark Ostsee? Erklär uns mal, was ist. Also, für mich ist es schwer greifbar. Ein Argument ist, dass damit viele Stellen geschaffen würden, die nicht effizient seien. Also Nationalpark, Ranger und so weiter, da werden so und so viele Stellen geschaffen. Und natürlich schwingt damit dahinter mit, dass in Bezug auf die Einträge gerade von Stickstoff und Phosphor in die Ostsee, die ja nach wie vor viel zu hoch sind, ja, viel zu hoch. Das anerkennt man aber nicht, sondern man glaubt jetzt irgendwie, wenn wir einen Nationalpark nicht kriegen, da können wir mit irgendwelchen anderen Lösungen da durchkommen. Und das halte ich für nicht zielführend und politisch auch nicht klug. Und das habe ich sehr deutlich gesagt. Wir haben die Situation gehabt, das muss man sich vorstellen, vor 30 Jahren, Nationalpark Wattenmeer an der Westküste. Das habe ich ja in diesem Interview, was ihr sicherlich auch kennt, das habe ich ja da zitiert. Ich habe extra nochmal mit den Leuten, mit den Akteuren von damals gesprochen. Das waren weitsichtige, konservativ, im besten Sinne konservativ denkende Menschen. Die haben gesagt, okay, ich weiß genau, wir werden von unseren Bauern Prügel bekommen, aber wir wissen, es ist mittel- und langfristig der richtige Weg. Und natürlich ist der Nationalpark Wattenmeer ein absolutes Erfolgsmodell. Gar keine Frage. Und wir haben ja. Das kann man jetzt nicht auf die Nationalpark Ostsee-Debatte übertragen? Natürlich kann man das übertragen. Man muss es nur wollen. Warum wollen die das nicht? Weil sie im Augenblick eben komplett im Würgegriff des Bauernverbandes sind. Der das Landwirtschaftsministerium ja, hat. Ja, das Landwirtschaftsministerium und der Bauernverband ist doch, meine, das ist ja nun wirklich kein Geheimnis, dass man sich in Schleswig-Holstein gut kennt und dass die Drähte eng sind. Und wenn der Bauernverband das nicht will, dann kann Daniel Günther noch so viel anderes wollen. Sie haben 42% und die Bauern sagen, wir haben dafür gesorgt, dass es 42% sind und jetzt wollen wir auch entsprechend unsere Rechte haben. Und das ist natürlich problematisch, spreche ich ja auch komplett offen an. Der Bauernverband. Ja, trotzdem muss man natürlich mit den Akteuren zurechtkommen und das, ich schätze die ja auch persönlich, wie gesagt, Klaus-Peter Lucht, den jetzigen Chef des Bauernverbandes, den schätze ich persönlich, ich habe mit dem auch, bin mit dem mit WhatsApp verbunden, ich habe ihm nach der ersten großen Demo, erfolgreichen Demo, das möchte ich mal kurz anwählen, habe ich ihm abends eine WhatsApp geschrieben, da waren die ganzen Bauern in Kiel und haben eine Demo gemacht, friedfertig, wunderbar, und da habe ich ihm geschrieben abends, wenn ihr jetzt ganz schlau seid, wenn ihr ganz schlau seid, dann rückt ihr jetzt von Ruckwied ab und von seinen Sprüchen und sagt, wir haben gezeigt, wir können demonstrieren, wir haben einen großen Rückhalt in der Bevölkerung und jetzt ist Schluss. Wir haben Kompromiss, wir haben das nochmal hinterlegt und jetzt gliedern wir uns wieder ein. Stattdessen macht man weiter,
riskiert, dass jetzt eben Gruppen da auftauchen, die nichts mit den eigentlichen Zielen eines Bauernverbandes zu tun haben, die sie aber vorher auf die Bäume getrieben haben und jetzt nicht wieder runterkriegen. Das ist nun mal auch ein Teil der Wahrheit. Ja. Und das ist ein großes Problem. Und noch eins kommt ja dazu. Es besteht überhaupt gar kein sachlicher Grund mehr. Ich habe vorhin schon gesagt, eigentlich müsste man erstmal von ganz oben sagen, es geht nicht mehr darum, wie viel kriege ich, sondern wie viel weniger ist mir zuzumuten. Mhm. Aufgrund der volkswirtschaftlichen Situation. Da muss ein jeder seinen Beitrag liefern. Und natürlich auch die Bauern. Erstmal ist jetzt ein Kompromiss da, der schon deutlich was weggenommen hat vor den ursprünglichen Kürzungen, dass sie nicht klug waren, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Das ist so. Zu diesem Zeitpunkt waren sie politisch sowieso absolut unklug, 4 Wochen vor der Grünen Woche, wenn die Bauern Zeit haben, mit ihren Trecker dann auf Tour zu gehen. Aber es ist auch deshalb absolut kontraproduktiv, weil jetzt ja die EU-Kommission beschlossen hat, diese obligatorische Stilllegung von 4% wegzunehmen. Mhm. Die CDU sagt sofort, das Ganze bitteschön nicht nur für 24, sondern auch bestens weiter bis 27. Und das ist unverantwortlich. Das ist ein Skandal. Wir haben massiven Verlust an Biodiversität in Agrarlandschaften. Und jetzt wird einmal mir nichts, dir nichts, dass ja schon weit unter Mindeststandard nach wissenschaftlichen Erkenntnissen die gegebene Forderung im Rahmen der guten fachlichen Praxis wird die auch noch weggestrichen. Aus Angst vor den Bauern. Ja, in Deutschland, Frankreich. Und das ist ein Unding. Das muss man doch deutlich ansprechen. Ich habe die ganzen Zusammenhänge hier gebracht. Das Einkommen der Landwirte ist gut bis sehr gut. Bei den Erfolgreichen exzellent. Und wir sollten endlich mit diesem Wachs oder Weiche aufhören. Leute, die einen kleinen Betrieb im Griff haben, bleiben drin. Und die einen großen Betrieb nicht im Griff haben, die sollten rausfliegen. Hat mit Größe erstmal nicht so viel zu tun. Sondern das wirklich. Warst du vorhin für Wachsen oder Weichen? Bitte? Du warst doch vorhin für Wachsen oder Weichen. Ja, aber Wachsen oder Weichen nicht in Abhängigkeit von Größe, sondern ob sie gut sind oder nicht. Im Sinne von Top-Unternehmer, Manager und auch ethisch den Zielen. Dafür bin ich auch. Also ja, die gute Sachen machen, sollen wachsen. Die schlechte Sachen machen, weichen. Genau. So. Tönnies, weichen. Jetzt waren wir eben bei der Landwirtschaft. Bitte nicht wieder ausweichen. Wir fangen zunächst mal bei der Landwirtschaft. Weichen. Nein, nochmal, das habe ich doch erläutert. Also, das war jetzt mein Vorschlag. Ja, du hast aber auch eine Verantwortung gegenüber auch den Landwirten. Und die, wenn, ja. Natürlich, jeder von uns hat das als Bürger. Ja, darum habe ich ja doch aufmerksam gemacht, dass ich nicht verstehe, warum die kleinen und mittleren Bauern sich vom Bauernverband vertreten lassen, die mit ihren Gegnern gemeinsame Sache machen. Ja, ob sie ihre Gegner sind, ist ja noch eine zweite Frage. Diejenigen, die die Produkte, die sie herstellen, abnehmen, haben natürlich ein Interesse daran, dass die Produkte so billig wie möglich sind. Das ist genau das Gegenteil von dem, wofür man als Bauern stehen sollte. Ich will so viel wie möglich mit meinen Produkten verdienen. Das Thema haben wir schon, glaube ich, jetzt erschöpfend behandelt. Nochmal, daran liegt mehr tatsächlich. Diese Feststellung nochmal, jetzt sind diese 4%, die sind ja nach Ukraine auch schon mal gecancelt worden, nach dem Überfall auf die Ukraine, und jetzt sind sie wieder gecancelt für 24. Und das wird wahrscheinlich weitergehen. Und das ist unverantwortlich. Damit setzt sich die Landwirtschaft wissentlich dem Vorwurf aus, dass sie den Artenverlust in Agrarlandschaften beschleunigt. Und das ist nicht in Ordnung. Sie schneidet doch damit oder sägt doch am eigenen Ast, oder? Mittelfristig, ja. Also ohne natürlich. Biodiverse Äcker. Ja, natürlich. Klar. Geht doch alles im Bach runter. Ja. Und trotzdem tun sie, zumindest interessengeleitet, alles dafür, damit das noch sich verstärkt. Ja, klar. Beklage ich ja auch, sage ich ja gerade sehr deutlich. Kapieren die das denn nicht? Denken die nur an den kurzfristigen, übernächsten Gewinn oder was? Denken die nicht in 20 Jahren mal, okay, da gibt es dann gar keinen Acker und keine Bienen mehr und alles? Viele Landwirte sind leider nicht so weit. Und, nein, wirklich. Und das hat man gesehen, jetzt nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, ja, da war deutlich zu merken, diese Reaktion, das Aufatmen, endlich sind wir wieder wer, jetzt machen wir endlich wieder das, statt Blumenwiesen endlich wieder produzieren.
Das war so ein Mainstream, der da hochkam. Und deshalb Flächenstilllegung weg. Am besten Düngeverordnung weg. Wir müssen jetzt die Welt ernähren. So, und da sieht man, was bei einem Teil... Wir müssen jetzt die Welt ernähren, heißt aber Export. Ja, natürlich. Export. Und da sieht man bei einem, Teil der Klientel, was dann tatsächlich da immer noch dahinter steht, so an Grundauffassung. Und das ist problematisch. Aber auch der Bauernverband ist kein monolithischer Block. Da gibt es natürlich auch so eine und solche. Und man muss in unserem demokratischen Staatswesen doch immer versuchen, das Gute nach vorne zu bringen, die Leute, die gute Positionen haben, zu stärken und sicherzustellen, dass wir vorankommen. Es gibt bestimmt auch andere Leute im Bauernverband, die sagen, der Ruckwied muss weg. Wir müssen da aus dem... Also gemeinsame Sache mit der Industrie machen, weg. Wir müssen mal wieder unsere Interessen hervorheben. Ja, im Augenblick muss man ja fairerweise sagen, dass der Bauernverband nicht so wirklich zu beneiden ist. Weil er hat ja nun mit Landschaftsverbindung einen Gegner, das ist jetzt tatsächlich ein Gegner in Bezug auf die Verbändestruktur und Mitgliedschaften bekommen, der insgesamt da, ich sag mal, rustikaler rangeht. Ja? Und der Landschaftsverbindung, ich weiß es heute gar nicht mehr so klar, wie die entstanden sind. Mhm. Landschaftsverbindung ist entstanden, nachdem Ruckwied bis 2016 immer wieder gesagt hat, also macht euch keine Sorgen in Bezug auf Düngegesetzgebung, da passen wir auf, da passiert nichts. Mhm. Da kommt nichts. So, und das hat aber eben nicht geklappt. Natürlich gab es aufgrund des Urteils des Europäischen Gerichtshofs, gab es den Druck, etwas zu machen. Es gab ja sogar Interessenvertreter, die damals sagten, man müsse von der Leyen dahingehend beeinflussen, dass sie das Urteil des Europäischen Gerichtshofs dort irgendwie einschränkt. Das ist ja auch ein interessantes Verständnis von der Unabhängigkeit der dritten Gewalt. Also und daraufhin, ich habe das noch im Ohr, der damalige Vorsitzende von Landschaftsverbindung, der hat damals in einer öffentlichen Debatte gesagt, also Ruckwied hat uns immer zugesagt, er passt auf, dass nichts anbrennt. So, jetzt hat er nicht aufgepasst, jetzt bilden wir Landschaftsverbindung. So ist die entstanden. Das heißt, die waren in der Beziehung in Bezug auf ihre Forderungen gegen oder ihre Forderungen gegen die Auflagen im Bereich der Düngung noch wesentlich robuster, um es mal so zu formulieren, als es der Bauernverband war. Und damit ist der Bauernverband jetzt auch immer in einer gewissen Zwickmühle. Wenn er zu konziliant ist, dann läuft er Gefahr, dass Menschen in diese Richtung abwandern. Und politisch läuft er Gefahr, das ist ja auch eindeutig, dass das dann noch stärker in bestimmte Richtungen ausartet. Wir versuchen Joachim Ruckwied seit Jahren für Jung Naiv zu gewinnen. Er hat leider immer wieder keine Zeit. Ja, das sollte er tun. Ich versuche das auch. Bei mir hat er auch nie Zeit. Der Mann ist viel beschäftigt. Ja, mit so ganzen Aufsichtsratposten bei der Industrie wahrscheinlich. Zum Schluss, bevor wir haben noch ein paar Zuschauerfragen. Ich habe aber eine letzte Frage. Kannst du dir denn ein anderes Agrarsystem überhaupt vorstellen? Eine andere Art Landwirtschaften zu machen, wie wir damit Handel treiben? Weil es hört sich so im Großen und Ganzen an, als ob du so damit gut klarkommst. Naja, ich kritisiere ja nun sehr, sehr viel. Ja, deshalb bin ich ja auch hier, weil ich den Status quo massiv kritisiere. Und wenn ich nicht... Weißt du, unsere Klimaschützer und die jungen Aktivisten, die gehen auf die Straße und das sagen völlig zu Recht, wir brauchen System Change, not Climate Change. Ist ein System Change in der Landwirtschaft möglich? Kannst du dir das vorstellen? Ja, früher hieß es die Agrarwende. Ja. Inzwischen haben wir das Ganze umgewandelt. Ja, das Wording ist jetzt die Transformation. So, und im Rahmen eines evolutionären Transformationsprozesses muss man auch in Bezug auf politische Verlässlichkeiten, muss man Rahmenbedingungen schaffen, die einerseits den Landwirtschaftssektor klar machen, Leute, so geht es nicht weiter. Andererseits ihnen aber auch aufzeigen, wie denn die Meilensteine aussehen und wo sie dann hin sollen. Ja? Und man sieht jetzt ja, wie schwierig das ist, dass allein jetzt der Tierwohl-Cent, um den da gerungen wird, damit Tierhaltung vernünftiger ablaufen kann, das kriegen sie ja schon nicht durch. Ja? Und sind dort auch seitens der Grünen viel zu wenig ambitioniert. Nochmal, ich würde immer massiv erstmal die Maximalforderung aufstellen, zumindest seitens der Parlamentarier auch der Grünen, ganz deutlich, dass das in dem Bundestag deutlich debattiert wird.
erstmal den normalen Mehrwertsteuersatz auf alle Fleischprodukte und bei der aktuellen Situation, die wir haben, bei vielen prekären Haushalten, weg mit der Mehrwertsteuer komplett für Obst und Gemüse. Verarbeitete Produkte, Fleisch soll alles bleiben, aber Obst und Gemüse, Befreiung vom Mehrwertsteuersatz, um damit diese Signale einfach ankommen und in der Bevölkerung auch ernst genommen werden. Aber da sind wir doch bei meiner Meinung nach Kern des Problems, diese Exportfixierung. Da ist doch rein logisch, dass dieses System Tierwohl und Klimaschutz nicht will, weil das sind ja keine Zahlungskategorien auf dem Weltmarkt. Weil es gibt immer andere, die die Produkte auf den Markt bringen, wo es halt nicht Tierwohl oder halt weniger Tierwohl gibt, wo Klimaschutz und Umweltkosten und so weiter eben nicht drin sind. Ja, und wenn wir halt in diesem Weltmarktdenken stecken bleiben, dann wird es halt nie wirkliches Tierwohl und erst recht kein Klimaschutz geben. Ja, das würde ich nicht so sehen. Es gibt auch auf dem Weltmarkt natürlich zahlungskräftige Kunden, weltweit, überall. Auch in China inzwischen. Das ist ja mit ein Grund, weshalb eben in Neuseeland die Umweltgesetzgebung eine deutlich andere geworden ist in den letzten Jahren, weil die Chinesen bis dahin einfach nur Milchpulver haben wollten, inzwischen aber auch entsprechende Ansprüche stellen. Ja. Also so einfach ist die Welt nicht. Es gibt mit Sicherheit, da bin ich überzeugt davon, auch auf den Weltmärkten eine Zahlungsbereitschaft für hochwertige Lebensmittel, die mit einem hohen ökologischen Standard erzeugt werden. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es im Wesentlichen über Ökolandbau laufen wird, weil wir beim Ökolandbau im Durchschnitt einfach zu viel Ertrag verlieren. Und ich plädiere massiv dafür, diese Zwischenstufe auszubauen. Und da habe ich natürlich im Augenblick von beiden Seiten Gegenwind, ja. Die Ökos fürchten, dass damit etwas entsteht, was zu nah an ihnen dran ist. Und die anderen wollen sowieso, wie schon gesagt wurde, lieber alles beim Alten lassen und weiterhin Schweinefleisch nach China in den bisherigen Mengen exportieren. Aber das wird mit Sicherheit nicht funktionieren. Das sehen wir ja. Es funktioniert ja nicht. Die Tierzahlen gehen massiv zurück. Aber wie sie im Augenblick. Aber nicht weltweit. Ja, in Europa ist es so, dass gerade in Bezug auf Kühe, da habe ich das nun direkt vor Augen, ist es so, dass Deutschland zu den wenigen Ländern gehörte, die weiter mehr Milch produziert haben, in vielen anderen Ländern weniger, England zum Beispiel auch. In Neuseeland ist es deutlich weniger, Australien ist weniger. Aber die Nutztierzahlen weltweit gehen immer noch nach oben. Ja, insgesamt weltweit ja, logisch. Das ist ja der Punkt. Bei Emissionen gibt es halt nur weltweit. Ja, aber das haben wir nur gerade besprochen. Jetzt muss es darum gehen, noch einmal, um das positiv zu wenden, dass wir diese Transformation vorleben, damit die Chinesen und die Inder sehen, jawohl, was die da machen, die meinen das auch ernst. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Und dass man nicht nur die Dollarzeichen sieht, dass man jetzt den nächsten Markt hat für Fleischprodukte in Indien, sondern dass man deutlich macht, nein, das muss anders laufen. Ja. Aber die Transformation kann man halt erst ernst nehmen, wenn man die Realität anerkennt. Und selbst wenn das beim grünen Landwirtschaftsministerium noch nicht passiert, werden das ja gerade, dass man noch nicht mal die Halbierung der Nutztierbestände anerkennt und dementsprechend dann auch nichts machen will. Ja, das ist tatsächlich etwas enttäuschend. Friedhelm, wir kommen zu den Publikumsfragen. Ich habe ein paar. Hier wird gefragt, welche drei Maßnahmen würdest du verordnen, wenn du Landwirtschaftsminister wärst und machen könntest, was du willst? Ja, wie schon gesagt, ich würde als erstes den Mehrwertsteuersatz auf Fleisch und Zucker deutlich erhöhen. Da musst du mit dem Finanzminister reden. Kommst du nicht durch. Wieso? Der Finanzminister sollte doch erstmal daran interessiert, wurde ja gerade gesagt, wenn ich machen könnte, was ich wollte. Also wenn du Landwirtschaftsminister wärst, ja, und der was Finanzminister du soll ja im Prinzip. Du bist nicht Bundeskanzler. Ja, aber der Finanzminister soll ja erstmal dafür sorgen, dass er Geld reinbekommt. Ja? Und das würde hier passieren. Also eine Umschichtung der Mittel, mehr höhere Steuern für die ungesunden Lebensmittel. Das ist ja nur alles, alles vielfach durchdekliniert. Da muss man nicht jedes Mal wieder anfangen. Das ist eine Maßnahme. Das ist eine Maßnahme. Was noch? Die zweite Maßnahme ist, ich würde im Bereich der Düngegesetzgebung, weil das so eine zentrale Stellschraube ist, natürlich versuchen, die Blockadehaltung, die im Augenblick da ist, aufzulösen. Wir brauchen jetzt ja erstmal ein neues Düngegesetz, damit wir dann die sogenannte Stoffstrombilanzverordnung bekommen. Das klingt jetzt alles sehr technisch, aber das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass Landwirte ihre Zahlen offenlegen müssen im Hinblick auf den
Einkauf an Dünger für den Betrieb und Konzentratfuttermittel und so weiter und den Verkauf an Milch, Weizen und so weiter. Und daraus wird eine sogenannte Hoftorbilanz gebildet. Mhm. Und zwar belegbasiert. Und wenn da gemogelt wird, dann ist es Betrug. Das heißt, dass wir mit relativ wenig Aufwand identifizieren können, was sind gute und was sind weniger gute Landwirte. Und als Drittes würde ich natürlich, das steht dann letztendlich über allem drüber, gehört aber implizit damit dazu, dafür Sorge tragen, dass Deutschland als reiches Land vorne weggeht und die erste Säule bereits in der nächsten Periode abschafft, ab 28. Die erste Säule heißt Geld für Flächen. Geld für Fläche. Weg damit. Weg damit. Und stattdessen die sogenannte Gemeinwohlprämie. Sollen bitte die Hörer sich einmal Gemeinwohlprämie, DVLL, vom Deutschen Verband für Landschaftspflege, einmal eingeben. Da sammelt jeder Landwirt Ökopunkte und kann sich im Prinzip dann sein Zertifikat an Scheunentor heften, kann sagen, egal ob er öko oder konventioneller ist, ich habe von 100 möglichen Punkten, habe ich 85 Punkte erreicht. Und dafür gibt es Geld. Und das heißt geringe Nährstoffüberschüsse, entsprechende Flächenstilllegung, geringer Pflanzenschutzmitteleinsatz und. Da gibt es ein Punktesystem, das ist ausgearbeitet, das ist in der Europäischen Kommission, im Europäischen Parlament diskutiert worden, ist umsetzbar. Aber natürlich versuchen die Interessenverbände, das bestehende System so lange wie möglich zu erhalten. Also ab dem nächsten Zeitraum, ab 2028, weg mit der ersten Säule, ausgehend von Deutschland. Dass andere Länder, werden dann immer Länder angeführt wie Polen oder Rumänien, dass andere Länder, ehemalige Ostblockländer, bedingt durch die Tatsache, dass sie bis 1991 in einem anderen System leben mussten, natürlich nicht so schnell sind in der Transformation. Das muss man anerkennen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Unsere Landwirte haben seit den 50er Jahren von diesem System massiv profitiert. Die Westen. Die Westlichen. Der Westlichen, genau. Die anderen eben nicht. Und da hat sich ja überhaupt erst eine bäuerliche Landwirtschaft in Polen und so weiter dann nach 91 im großen Stil wieder entwickelt. Und da muss man natürlich gewisse Zugeständnisse machen. Das ist EU. Wir haben eine Vorreiterrolle und damit auch eine Verantwortung und deshalb müssen wir darauf vorangehen. Die nächste Frage ist vielleicht ganz passt vielleicht dazu. Hier wird gefragt, warum werden die Ökosystemleistungen der Bauern nicht mit in die Rechnungen mit einbegriffen? Regenerativ bewirtschaftete Flächen, zum Beispiel Agroforst, Dauerkulturen, Rotational Grazing, können zertifiziert werden. Ja, also erstmal finde ich auch, danke für die Frage. Erstmal regenerative Landwirtschaft, ja, das ist nicht definiert. Mehr oder weniger jeder kann sich regenerativ nennen. Deshalb nenne ich es auch Hybrid. Das heißt, ein Hybrid zwischen ökologisch und konventionell und dass 50% der Fruchtfolge nach Standard des Ökolandbaus bewirtschaftet werden müssen. Die anderen 50? Und die anderen 50% würden konventionell bewirtschaftet werden. Das heißt, da ist eine Fruchtfolge, zum Beispiel mit 2 Jahren Kleegras und dann Getreide und nach Ökostandards und danach aber Raps und Weizen nach konventionellen Standards. Damit hätten wir die Farm-to-Fork-Strategie 1:1 umgesetzt. -50% Pflanzenschutz und. Das funktioniert. Ja, warum wird das nicht gemacht? Weil es bisher nicht gewollt ist. Wir haben das gemacht. Sie haben das gerade, können gerne bei uns auf die Homepage gehen. Taube Uni Kiel eingeben, dann kommt unsere Homepage. Wir haben das gerade publiziert. Ich habe es am Beispiel Milch gezeigt. Im Vergleich zu den spezialisierten 10.000 Liter Milchviehbetrieben sparen wir 30 Euro Cent pro Liter Milch an vermiedenen Umweltkosten ein. So, und das muss natürlich im wesentlich größeren Stil laufen, aber auch da müssen wir leider sehr, sehr aufmerksam bleiben, weil natürlich in dem Augenblick, wo auch die Milchindustrie sagt, jawohl, CO2-Footprint ist jetzt ein wichtiger Punkt, dann muss man natürlich als Wissenschaft aufpassen, dass damit kein Schindluder getrieben wird. Was nämlich im Augenblick läuft, ist, dass viele dieser Hochleistungsbetriebe, die an sich CO2-mäßig im reinen Milcherzeugungssegment nicht so gut sind, die nehmen sich dann aber die Biogas- und die PV-Anlage mit dazu und schreiben damit ihre Zahlen schön, obwohl das mit der Milcherzeugung gar nichts zu tun hat. Friedrich, ich habe noch
8 Zuschauerfragen, vielleicht ein bisschen kürzer halten, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Hier wird gefragt, in puncto Agrardieselsteuer, wäre es nicht sinnvoll, mit den Subventionen selektiver vorzugehen? Also große, finanziell stärkere Bauern bekommen weniger Subventionen, kleinere mehr. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Und diese Möglichkeit bedeutet in der Konsequenz eine Lösung, die es schon mal gab, politisch. Es gab eine Zeit, wo Agrardiesel gedeckelt war. Es gab nur eine bestimmte Menge. Das ist ja nichts anderes. Mhm. Eine bestimmte Menge, man kann ausrechnen, okay, für einen 50-Hektar-Betrieb im Durchschnitt brauche ich x Liter Diesel und diesen steuerbefreit und dann nicht mehr. Das ist gut. Kann man machen, ja. In dem Augenblick aber, wo Sie das, Sie müssen immer die Kreativität der Landwirte mitdenken. In dem Augenblick, wo das, ich glaube nicht, dass es deswegen den paar Euro beim Agrardiesel passiert, aber ansonsten, wenn Sie zu stark dieses Karte spielen, die Kleinen sollen mehr gefördert werden, dann geht der große Landwirt zum Notar und sagt, pass mal auf, wir machen eben eine Betriebsteilung, ich habe 5 Söhne und die 5 Söhne, die machen, wir haben bisher eigentlich 250 Hektar, jetzt macht jeder von denen 50 Hektar und kommt in den Genuss. Also auch das muss man immer ein wenig mitdenken. Tricksen, mitdenken. Hier nochmal zu unserer Diskussion Weltmarkt und System an sich. Warum sollen die Preise auf dem Weltmarkt verhandelt werden, Friedhelm, wenn die Lebensmittel klimaschonend produziert werden müssen? Dank den aktuellen Möglichkeiten bedeutet das doch regionale Produktion. Naja, es ist nicht unbedingt so, dass regionale Produktion immer klimaeffizienter ist. Also wir hatten du sparst den Transport. Ja, du sparst, aber nochmal, wenn du ein großes Schiff hast, ich hatte vorhin an dem Beispiel Rindfleisch gezeigt, dann sind die Transportkosten bei einem Schiffstransport, der über lange Distanzen geht, vergleichsweise unproblematisch. Es gibt ja die entsprechenden Ökobilanzen auch für Äpfel aus Südafrika und so weiter. Wenn die dort im Anbau vernünftig gehandelt werden und die Sozialstandards entsprechend vernünftig gehandelt werden und dann der Transport aber wesentlich günstiger ist, als hier im Winter die Äpfel entsprechend zu konservieren. Ja, aber der Transport ist ja trotzdem klimaschädigend. Naja, aber es kann durchaus sein, ich habe es doch am Rindfleisch erläutert, in der Gesamtbilanz ist der Transport ein Peanut. Bei Rindfleisch ein großes Frachtschiff, vollgepackt mit Rinderhälften, die reifen auf diesen Transport und das macht ein Zehntel Euro. 10 Euro Cent macht das aus. Und der Frachter fährt mit anderen Produkten wieder zurück nach Brasilien, was weiß ich, mit VW-Autos oder Kühlschränken von Bosch, was auch immer. Ja, ich weiß, leider ist die Welt komplizierter als mit einfachen Wahrheiten zu erklären. Ja, vielleicht machen wir das aber komplizierter. Man könnte ja mal sagen, wir holen das vom Bauern, was hier wächst und gedeiht. Machen wir ja auch. Also das, ja, du willst aus Brasilien das herholen. Nein, nochmal, insgesamt in der großen Masse wird es ja von hier kommen. Ja? Aber wenn ich jetzt hier die Alternative habe, da wirst du mir doch für zustimmen. Ja? Ich habe einen Landkreis Vechta und habe da zu viele Tiere. Mhm. Und ich würde jetzt theoretisch eine Situation haben, um das mal nur herzuleiten, dass ich dann unter diesen 16 Gramm bin. Ja? Das heißt, da ist ein gewisser Puffer, der noch genutzt werden kann. Ich habe jetzt hier aber die Tierbestände entsprechend abgebaut und Brasilien produziert wunderbares Rindfleisch mit Gras erzeugt und die halten das Grasland als Kohlenstoffsenke weiter aufrecht. Warum soll ich in so einer Konstellation dann nicht dieses Delta mit solchen Produkten auffüllen? Das erschließt sich mir nicht. Dann hätte man, das sind dann unterschiedliche Weltanschauungen, die man hätte. Ja? Ideologie ist ja nicht per se negativ. Ja, aber kann man das Grasland nur mit Kühen schützen? Oder kann man auch andere Tiere drauf? Ja, natürlich kann man auch Kaninchen oder was auch immer. Es gibt andere Tiere, die eben keine Methanemissionen produzieren. Aber das ist natürlich... Die können wir da wenig töten. In der Größe, in der Dimension, um die wir hier reden, ist das natürlich auch ein wenig
zumindest aus der heutigen Perspektive etwas weltfremd. Auf jeden Fall haben viele im Chat gefragt, apropos Tiere, was ist mit Insekten als Grundnahrungsmittel? Hat das eine Zukunft? Ja, natürlich, das hat eine Zukunft, weil die Konversionseffizienz extrem hoch ist. Das heißt, wir haben mit einem relativ geringen Aufwand aus einem pflanzlichen Protein ein tierisches Protein geschaffen. Mhm. Und das ist natürlich auch ein kultureller Wandel, der sich da vollziehen sollte und auch vollziehen wird. Ich meine, die städtischen Milieus gehen in diese Richtung und von daher wird das auch mit der Zeit in der Breite nachziehen. Da bin ich ganz optimistisch. Luisa fragt, welche Rolle spielt die landwirtschaftliche Rentenbank? Ja, die landwirtschaftliche Rentenbank spielt eine zentrale Rolle. Wobei? Die Transformation positiv zu begleiten. Bisher ist es schon so, dass man in der landwirtschaftlichen Rentenbank, da ist natürlich Herr Ruckwied auch prominent vertreten, doch auch durchaus konservierende Elemente mit drin hat. Das muss man anerkennen. Aber das heißt ja nicht, dass das so bleiben muss. Also der Transformationsprozess in Bezug auf die Vergabe von Krediten im Rahmen der Transformation, da spielt die landwirtschaftliche Rentenbank eine große Rolle. Und ich bin auch sicher, das habe ich jetzt bei einer Veranstaltung bei Agroa mitbekommen. Da war eben eine hochrangige Repräsentantin der landwirtschaftlichen Rentenbank da. Mhm. Die sind sich dieser Herausforderung und auch der Verantwortung bewusst. Und natürlich gehören sie mit dazu. Genauso wie BASF und Tönnies mit dazugehören, um diese Transformation auf die Spur zu setzen. Wer dann übrig bleibt in 10 oder 15 Jahren, das werden wir dann sehen. Bist du auch gegen Photovoltaik auf guten Böden, wenn diese aufgeständert sind, sodass darunter weiter gewirtschaftet werden kann? Also, danke für die Frage. Wunderbar. Das ist meines Erachtens ein Fake, um das mal ganz klar zu sagen. Ich komme nun aus einem windreichen Bundesland wie Schleswig-Holstein. Man möge sich bitte mal vorstellen, und das gilt für die ganze Nordsee- und Ostseeküste, mit diesen ständigen Stürmen, die wir inzwischen ja haben durch den Klimawandel, was sie da an Statik investieren müssen, dass sie unter so einem Ding da durchfahren können, ist meines Erachtens absolut nicht plausibel und nicht effizient. Wo es sich lohnt und wo es interessant ist. Also bist generell gegen PV auf guten Böden. Ackerböden, wie gesagt, ein Moratorium. Sofort stoppen. Mhm. Keine PV, Freiflächen-PV mehr auf guten Ackerböden. Mhm. Und überdenken die Regel, dass man entlang der Autobahn das entsprechend doch machen kann. Da sollte man seiner Verantwortung für die Sicherung der Welternährung gerecht werden. Wo es passt mit dem Aufständern, das ist zum Beispiel Weinbau, Obstplantagen und so weiter. Das sind aber Sonderkulturen, wo sie im kleinen Rahmen auch eine ganz andere Wertschöpfung pro Hektar haben. Da kann man das machen, weil man damit gleichzeitig noch Hagelnetze aufspannen kann und so weiter und zusätzliche positive Koppeleffekte, Vermeidung von Sonnenbrand und ähnliches Dinge mitdenken kann. Letztes Thema. Was hältst du vom Konzept der bäuerlichen Direktvermarktung? Ja, als ein Konzept von vielen sehr, sehr wichtig. Wir haben das selber, ich bin, wie gesagt, bin ja verantwortlich für einen Versuchsbetrieb, der muss auch gewesen über 25 Jahre, der muss auch kostendeckend wirtschaften und wir haben das eine ganze Zeit lang auch selber gemacht. Man muss sich immer vor Augen führen, dass das auch eine Betriebsleiterqualifikation erfordert. Das heißt, wer das macht, der muss sehr kommunikationsbereit sein. Die da in den Laden kommen, die wollen reden und wollen sich das erklären lassen. Wenn sie dann zusammenrechnen, was sie tatsächlich an Euro pro Stunde damit verdienen, dann ist das häufig grenzwertig. Wir haben jedenfalls die Erfahrung gemacht, damals bei uns, wir haben einen Hofladen betrieben, einen ökologischen Hofladen, der auch einige Jahre, viele Jahre sehr gut gelaufen ist. Aber dennoch war es am Ende so, dass wir das dann vergeben haben. Das heißt, wir haben uns dann einen Pächter gesucht, der dann das ökonomische Risiko auf sich genommen hat und haben das selber nicht mehr gemacht, weil einfach der Betriebsleiter natürlich mit diesen Stunden, die da verbracht werden, auch absorbiert ist. Und das muss man sich genau überlegen, ob der Betriebsleiter dort genügend Geld verdient oder ob er das lieber in anderen Bereichen tut. Ich habe mal geguckt beim Bauernverband. Der liefert also seinen Mitgliedern eine Menge Informationsmaterial, wie man zum Beispiel Schweine, Stiere, Kühe, Kälber, Geflügel verkauft. Rechtssicher, mit Auktionen und alles.
wie man einen eigenen Hofladen aufbaut. Ja, klar. Da gibt es nichts. Nichts. Weder Beratungsangebote noch Material. Ja, also ich weiß. Hat der Bauernverband kein Interesse an einem bäuerlichen Direktvermarkter? Also da muss man vielleicht, ich will jetzt, wie schon öfter, glaube ich, im Rahmen der letzten 2 Stunden klar geworden ist, muss ich nicht primär den Bauernverband verteidigen. Aber in diesem Fall glaube ich tatsächlich, dass das eine Aufgabe ist, die dann eher schon längst in der Beratung etabliert ist. Also die Landwirtschaftskammern, die Landesanstalten, die haben entsprechende Fachleute, die Interessenten in diesem Bereich beraten. Also ich weiß es in Schleswig-Holstein, Niedersachsen weiß ich das, da gibt es direkt Fachleute, die sich nur damit beschäftigen. Und das ist also abgesichert. Aber ich hatte mal gelesen, es gab Gezank um eine Mitgliedschaft in Baden-Württemberg beim Bauernverband, wo ein Obstbau überwiegend seine Einkünfte mit Säften und Brennerei erzielte. Und der Bauernverband hat dann gemeint, er wäre gar kein Bauer im Sinne der Satzung. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Das Ja, aber ich meine, welche Rolle spielen die Supermärkte? Also wir waren ja gerade bei der Macht der Supermärkte, bei der bäuerlichen Direktvermarktung, weil ich kann mir halt vorstellen, aus Sicht eines Supermarktes, also ich kaufe lieber hier 10.000 Tonnen Fleisch von Tönnies, anstatt irgendwie 10.000 Tonnen von 10.000 verschiedenen Kleinbauern, wo ich nicht weiß, naja, was ist das jetzt für ein... Na, das würde ich nicht so sehen. Also wir haben, ich kann das jetzt aus der Perspektive Schleswig-Holsteins nur wiedergeben, und da ist es durchaus so, dass ich nenne jetzt keinen der Großen, aber ich weiß es von zweien, die dann auch ganz bewusst in der Region einkaufen und das auch damit werben, dass sie ihre Produkte zum allergrößten Anteil aus regionalen Herkünften betreiben. Das wär's doch. Also ein Aldi in MV oder ein Aldi in Berlin, na gut, Aldi in Berlin darf nur Produkte einkaufen, die aus Brandenburg sind. Jetzt sagst du schon wieder darf. Wir sind doch in einem freien Land. Nee, wir machen Politik. Ja. Und Ordnungspolitik kann auch mal sagen, hier so. Ja, aber ich habe, glaube ich, deutlich gemacht, versucht deutlich zu machen, an diesem Beispiel Rindfleisch, dass es so keine einfachen Wahrheiten gibt. Die Leute wollen das doch selbst auch. Die wollen doch am allerliebsten regionale Produkte. Dann sagen wir den Supermärkten, gut, ihr hört auf die Leute, wir hören auf die Leute, ihr kauft nur noch Rindfleisch ein von Brandenburger Bauern hier in Berlin. Viele tun das ja. Es gibt ja entsprechende Marken. Ja, auch bei Rindfleisch gibt es bei den großen Discountern gibt es die entsprechenden Programme auch jeweils aus der Region. Ja, aber ich meine jetzt, es darf nur noch regionale Rindfleischprodukte geben bei Aldi in Berlin. Das wäre doch mal was. Ja, aber wenn wir das anfangen, es darf nur noch das geben, dann fangen das wir das... Das machen wir bei anderen Produkten auch? Ja, wo denn? Naja, also es darf nur... Gott, wo... Ja, ich warte. Ich möchte einen Punkt noch loswerden. Ja, da fällt mir so ein. Ja, auch wenn es jetzt keine Frage gewesen ist. Ja. Und das ist aber indirekt der Punkt, den du eben ein bisschen adressiert hast. Warum macht der Bauernverband das nicht? Es ist ja bisher so, dass der Bauernverband im großen Stil eigentlich immer Anforderungen an den Staat stellt. Ja? Mhm. Der Staat möge dies und jenes finanzieren. Wie gesagt, insgesamt reden wir in Deutschland über 12,5 Milliarden Euro, die als in den Sektor reingehen. Das ist ja nicht nur EU, sondern auch national und regional und so weiter. Ich habe vorhin angesprochen die Situation der Landpreise, die Vermögensentwicklung in dem Bereich. Ich habe dazu nicht angesprochen, auch die massive Steigerung der Pachtpreise, die damit induziert worden ist. Ja? Mhm. Ist ja auch parallel zu den Preisen nicht 300%, sondern da sind es dann irgendwie 80 oder 90% Steigerung der Pachtpreise in den letzten 10, 12 Jahren. Diese Pachtpreise werden aber zu 70% plus minus x direkt an den Landbewirtschafter durchgereicht. Das heißt, der Verpächter weiß, dass der Betrieb 150 Euro aus der ersten Säule bekommt. Und da kann man davon ausgehen, das ist wissenschaftliche Evidenz, dass 100 Euro mehr Pachtertrag direkt darauf zurückzuführen sind. Das heißt, der Pächter weiß, der Verpächter weiß, der Pächter bekommt das ja. Also schlägt er das entsprechend drauf. Ich habe in einem anderen Interview die Idee eines neuen Lastenausgleichgesetzes in die Debatte geworfen. Habe das auch mit einem Agrarjuristen besprochen. Das wäre prinzipiell ohne weiteres möglich. Es wäre doch gut, wenn der Sektor selbst
diesen Umbau der Tierhaltung maßgeblich mitfinanziert. Mhm. Wir haben 60% Pachtflächen in Deutschland. 60%. Und die Verpächter sind nicht die bösen Besitzer von Aldis und so weiter, sondern der allergrößte Anteil ist der Nachbar von nebenan, der nämlich vor 5, vor 10, vor 15, vor 20 Jahren aufgehört hat und sein Land verpachtet. Der kommt jetzt in den Genuss von zusätzlichen Pachteinnahmen, für die er überhaupt nichts kann. Warum nicht ein Lastenausgleichsgesetz, das dieses Delta für den Verpächter abschöpft? Das kann man ganz einfach instrumentalisieren. Von den Pachteinnahmen 100 Euro pro Hektar gehen an den Staat. Und das wird mit eingesetzt, um den Umbau der Tierhaltung in der Art und Weise, wie wir es hier besprochen haben, zu befördern. Dann hätte der Sektor ein überzeugendes Argument geliefert, mit in Summe dann etwa 1 Milliarde Euro pro Jahr, die da reinkommt, um diesen Umbau der Tierhaltung auch intrinsisch von sich aus mit Geldern zu befördern. Das möchte ich gerne als Go-Home-Message hier noch mit auf den Weg geben. Und dabei belassen wir es. Friedhelm, danke für deine Zeit. Sehr gerne. Danke für deine Expertise. Alle, die Interesse haben, können sich gerne per E-Mail beziehungsweise erstmal auf unserer Homepage gucken, was wir gemacht haben. Ja. Taube Uni Kiel und ansonsten auch gerne per E-Mail. Und wie gesagt, bei Jung und Naiv, wir hinterfragen auch mal das große Ganze. Und du hast uns erklärt, muss man gar nicht so sehr. Friedhelm, danke für deine Zeit. Sehr gerne. Danke für eure Fragen, danke für eure finanzielle Unterstützung und wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Ciao, ciao.